Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Webinar. Schreibt mir doch bitte einmal in die Chatfunktion, ob ihr mich gut verstehen könnt oder ob es zu laut ist, zu leise. Sehr gut. Na, da bin ich ja zufrieden. Vielen Dank. Also, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Webinar, wie du im Nachhinein deine Kindheit heilst, damit du im Hier und Jetzt endlich glücklich sein kannst. Wie viele von euch sind bereit für einen geilen Abend? Das geil mit AI, die schreiben mal ich in die Chatfunktion, bitte. Und die, die am Handy sind und nicht schreiben können, sehr gut, hier geht's schon los. Die, die nicht schreiben können, die machen bitte trotzdem mit, okay? Können wir uns darauf einigen? Ja oder ja? Yes. Sensationell. Wir lieben. In meinem Webinar gibt es zwei Regeln. Erstens, du sollst mir nichts glauben, weil all das, was ich dir erzähle, habe ich selber erlebt oder ich beziehe mich auf die Person, von der ich weiß, dass sie es erlebt hat, okay? Und die zweite Regel, du darfst mitmachen. Warum? Wenn du mitmachst, dann kannst du maximal viel behalten. Wenn du dich nur an den Rechner setzt und konsumierst, dann schläfst du wahrscheinlich im Laufe des Abends ein, was ich natürlich nicht, das sage ich jetzt nur als Spaß. Nur wenn du mitmachst, dann kannst du das viel mehr behalten. Wenn du mitschreibst, dich hier einbringst, dann bist du voll eingetaucht, es wird nicht langweilig und vor allem die Energie im Webinar wird hochgehalten. Ist das gut oder gut? Schreib es mal in die Chatfunktion, bitte. Peter darf es aufs Handy schreiben. Sehr gut, ich sehe, ihr seid spitze. Ich weiß es sehr zu schätzen, ihr Lieben, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt und deshalb bekommt ihr 100% meines Wissens und meiner Energie. Und ich hoffe, ihr kriegt viele Fragen beantwortet. Sollte irgendeine Frage offen bleiben, so lade ich euch ganz herzlich ein, mir im Nachhinein eine WhatsApp oder eine SMS, eine E-Mail zu schreiben. Ich schreibe euch mal in den Chat meine E-Mail-Adresse. Schreibe ich natürlich die Internetseite hin. Steffi-Christian. Ich habe nämlich hier in meinem Rechner. Es ist nämlich heute Premiere, ihr Lieben. Das allererste Mal kann ich mein Webinar von zu Hause aus machen. Bisher hatte ich ein scheußliches Internet und durfte immer in die Praxis meines ehemaligen Mitarbeiters fahren. Und heute sitze ich das erste Mal wahrlich und leibhaftig in meinem eigenen Büro zu Hause. So viel Luxus hatte ich überhaupt noch nicht. Ihr seid also die Ersten, die mich total tiefenentspannt hier erleben. Hier steht, lieber ein paar kitschige Übungen, tolle Beziehungen führen, gesund und glücklich sein, als total cool, unglücklich und krank. Man könnte auch sagen, wenn jemand so da sitzt, die Arme so verschränkt hat, lieber ein paar kitschige Übungen, tolle Beziehungen führen und finanziell frei als total cool und pleite. Wie viele von euch kennen das? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion. Sehr gut. Sensationell. Ich empfehle euch, ihr Lieben, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, denn am Ende gibt es Geschenke. Und ich lade euch ein, mir mal in die Chatfunktion zu schreiben, wie viele von euch sich darauf committen, bis zum Ende dran zu bleiben? Weil demzufolge baue ich natürlich auch meine Energie hier auf. Schreibt mal bitte ich in die Chatfunktion, wenn ihr euch committet. Ihr werdet es nicht bereuen, denn am Ende gibt es tatsächlich Geschenke. Ich bin sehr stolz auf euch. Sehr, sehr gut. Peter, ich hoffe, du auch. Wir hatten uns ja heute schon mal am Telefon. Wie viele von euch wollen denn jetzt ihre Kindheit neu schreiben? Die schreiben bitte mal ich in die Chatfunktion. Sehr gut. Das macht Laune. Wir sind heute nicht ganz so viele, deswegen geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Manchmal waren wir schon dreifach so viel. Doch, das ist vollkommen okay, so wie es ist. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtige Person. Und ich finde es total cool, dass du hier bist. Jetzt bitte ich dich mal in die Chatfunktion zu schreiben, was du glaubst, warum du heute hier bist. Einfach nur mal kurz drei, vier Worte. Peter, du schreibst es deinen Zettel und alle anderen, die auch am Telefon sind und nicht mitmachen können. Wachsen, okay, was gibt's noch? Was sagen die anderen? Warum seid ihr hier?
Schreibt's mal hin, seid nicht so faul. Okay, jetzt die anderen am Telefon sagen, kann ich ja nicht hören. Caroline schreibt noch. Neues Land, sensationell. Das ist wie im Taxi, das kennt ihr sicher schon. Ich erzähle euch viele Dinge, die ihr wahrscheinlich schon wisst. Doch ich bin dazu da, nochmal anzuzünden, euch zu erinnern, denn Wiederholung ist ja die Mutter der Meisterschaft, wahr oder wahr? Wenn ihr euch also hier hinsetzt und überhaupt nicht wisst, warum ihr hier sitzt, dann könnt ihr natürlich nicht so ein cooles Ergebnis erzielen wie die, die genau wissen, wo sie hinwollen. Das ist wie im Taxi, wenn ich keinen Standpunkt habe, dem Taxifahrer nicht sage, wo ich hin will, dann kann ich natürlich nicht ankommen, wahr oder wahr? Die meisten wissen das von euch und jetzt, wo ich es ihnen sage, macht's vielleicht das ein oder andere Mal noch einmal Klick. Wir alle, ich wie auch ihr, stehen an einem Punkt. Ich nenne den mal hier Punkt P. Wer von euch glaubt denn zu wissen, was der Punkt P heißt? Der schreibt es bitte mal in die Chatfunktion. Parks, genau. Ja, damit, was schreiben die anderen? Panik, genau. Parkplatz oder Panik, genau. Ihr sagt's schon, das ist der sogenannte Parkplatz oder Panikpunkt und zwar ist es der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Alles, was du bisher gedacht und nicht gedacht, gesagt und nicht gesagt, alles, was du bisher getan oder nicht getan hast, hat dich genau an diesen Punkt P gebracht. Und wie viele von euch wollen jetzt gerne noch mehr in ihrem Leben erreichen, als an diesem Punkt hier stehen zu bleiben? Die sagen mal ich vor sich hin oder schreiben es mal in die Chatfunktion. Genau, sehr gut. Ne, das ist der Grund, warum wir hier sind. Denn im Moment sind wir wahrscheinlich alle noch nicht da, wo wir sagen, ich habe es absolut erreicht, ich brauche mir überhaupt nichts anziehen, ich muss mir nichts mehr angucken. Ich will gar nicht mehr lesen, weil ich bin rundum glücklich. Ich lade euch mal ein, kurz die Augen zu schließen. Und dann stellt ihr euch bitte vor, wie ihr eines Morgens erwacht. Ihr schaut nach links oder nach rechts und ihr habt euren Traumpartner neben euch, die Traumpartnerin. Oder eure Kinder liegen neben euch. Ihr schaut aus dem Fenster, es ist Tag, hell, die Sonne scheint. Es riecht total gut nach Kaffee. Ihr wisst, ihr lebt an dem Ort, wo ihr leben wollt. Ihr wisst, ihr habt das Bankkonto, was ihr schon immer haben wolltet. Ihr fahrt das Auto, das ihr fahren wollt. Es ist alles da. Ihr seid rundherum glücklich. Könnt das tun, was ihr wollt von Herzen. Und ihr geht in euer Badezimmer, schaut in den Spiegel und seht in eure absolut strahlenden Augen, die Mundwinkel sind nach oben gezogen, ihr grinst euch an. Und jetzt macht mal die Augen auf und schreibt mir mal, was ihr glaubt, wie dieser Punkt heißt, an dem wir leider wahrscheinlich alle noch nicht sind, sonst wärt ihr ja nicht hier. Angekommen, genau, sehr gut. Ne? Das ist der Punkt A wie angekommen. Deswegen habe ich hier auch eine Sonne hingemalt. Und was müssen wir denn nun tun, um von P nach A zu kommen? Was glaubt ihr? Einige sind schon geschult, die waren wahrscheinlich beim Damian schon öfter. Andere noch nicht und das ist auch völlig okay. Genau. Wir müssen, um von P nach A zu kommen, etwas lernen und es dann tun. Macht mal mit. Lernen und tun. Lernen und tun, lernen und tun, um dann irgendwann anzukommen. Und wenn wir hier oben angekommen sind, es dann vorbei oder ist es dann ein neuer Punkt P? Was glaubt ihr? Müssen wir dann weiter lernen oder hören wir dann auf? Genau, ne? Das ist dann ein neuer Punkt P, nur auf einem völlig anderen Level. Wir sind dann inzwischen eine viel größere Person geworden. Weiterlernen, das macht Sinn, das ergibt Sinn. Hier habe ich es nochmal hingeschrieben, lernen und tun, um dann anzukommen. Ihr seid spitze, klopft euch mal selbst auf die Schulter und sagt, ich bin einfach eine geile Miete, ich bin ein cooler Hecht. Weil wenn ihr euch lobt, dann weiß euer System nicht,
Ob ihr das seid oder jemand anderes, ihr fühlt euch auf jeden Fall angenommen, so wie ihr seid. Wie viele von euch sind bereit, eine persönliche Erfahrung zu machen? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion. Und zwar möchte ich euch kurz zeigen, wie massiv die Kraft eurer Gedanken ist. Oh, Peter, du kannst doch schreiben. Ist ja sensationell. Bist du doch reingekommen. Cool. Sehr gut. Ihr seid spitze. Also, ich lade euch ein zu einer Fühleübung. Schließt bitte mal ganz kurz eure Augen. Dann setzt ihr euch mal hin, mal die Schulter ein bisschen nach vorn fallen und denkt mal an ein Ereignis, was nicht so schön war in eurem Leben. Vielleicht eine eurer dunklen Stunden, ein Moment, wo ihr gestraft worden seid. Und dann fühlt ihr mal in euren Körper, wie sich der Körper anfühlt. Denkt mal, ich bin ein Loser oder ich bin eine Versagerin. Nur für kurze Zeit, wir lösen das natürlich gleich auf. Und dann kommt er wieder her und schreibt mal in die Chat-Funktion, wie sich das jetzt angefühlt hat. Man könnte auch schreiben auf einer Skala von 10 bis 1, wo ist deine Energie? Leer, müde, hoffnungslos, genau. Wie hat sich der Körper angefühlt? War der schwer? Schlecht, genau. Na, okay, dann lade ich euch jetzt ein. Beschissen, Magen zieht sich zusammen, Tränen kommen, alles verkrampft, genau, ohne Energie. Sensationell sage ich jetzt nur, weil ihr so gut mitgemacht habt, natürlich nicht zu dem, was ihr erlebt habt. Ich lade euch ein, jetzt die Probe zu machen, dass wir das natürlich auch andersrum können. Ihr schließt also wieder eure Augen. Atmet tief ein und aus und denkt an ein wunderschönes Erlebnis, wo ihr einen großen Sieg errungen habt, vielleicht die Geburt eurer Tochter, eure Heirat, die erste Liebe, all das, was euch Energie gibt, wo ihr euch richtig schön gefühlt habt, wo ihr euch geliebt und geborgen gefühlt habt. Sucht euch einen der schönsten Momente in eurem Leben aus. Denkt vielleicht, wenn euch nichts einfällt, ich bin die geilste Puppe zwischen hier und dem Rio Grande. Und dann macht ihr eure Augen wieder auf und schreibt mir mal bitte in die Chat-Funktion, wie sich euer Körper jetzt angefühlt hat. Sehr gut. Locker, flockig, leicht, das klingt schon so gemütlich. Das ist auch mein Wortschatz. Leicht, leicht. Voll ausgefüllt. Sehr gut. Also ihr habt gesehen, ihr Lieben, auf einer Skala von 1 bis 10 hat sich da wahrscheinlich jetzt allerhand nach oben bewegt, war oder war. Wenn 1 mies ist und 10 gut. Gedanken sind Schwingungen und Gedanken sind wirkende Kräfte, war oder war. Ihr habt es jetzt gemerkt. Ich habe euch nur ein paar Fragen gestellt, habe euch gesagt, was ihr euch vorstellen sollt. Und ihr habt gesehen, wie euer Körper sich so oder so angefühlt hat, war oder war. Bei wem von euch macht es jetzt gerade Klick? Der schreibt mal Klick in die Chat-Funktion oder spricht es zumindest vor sich hin. Sehr gut, dann dürft ihr euch auch mal selbst antippen und mal sagen, hey, ich bin ein Cleverling. Wenn du das jetzt voll mitgemacht hast und gemerkt hast, wie die Energie erst runterging und dann wieder hoch. Und wenn du verstanden hast, dass deine Gedanken deine Gefühle erzeugen, dann hast du ab sofort auch die Macht, deine Schwingung in die gewünschte Richtung zu verändern, wahr oder wahr. Ich lade dich ein, keinem deiner Gedanken mehr zu glauben. Erstens könnte es nicht dein eigener sein, da kommen wir noch hin. Und ich habe als erstes hier so ein Stoppschild hingemalt. In dem Moment, wo ihr euch ab sofort schlecht fühlt, könnt ihr sagen, Stopp. Ja, könnt ihr euch auch irgendwo so ein Stoppschild hinmalen, was ihr euch erstmal übergangsweise auf den Platz legt, wo ihr am meisten seid. Stopp, was habe ich gerade gedacht? Und ich lade euch ein, diesen Gedanken zu denken und nicht mehr dahinterher diese DVD abzuspielen. Lass mal gucken, welche Hand ihr hier seht. Nicht mehr die DVD dahinter abzuspulen,
sondern einfach nach dem Gedanken, das Stopp zu setzen und zu sagen, ich denke neu. Okay? Wie viele von euch verstehen das? Die schreiben mal Yes in die Chatfunktion, was ich damit meine. Sehr gut, ihr seid ja alle clever. Na? Sehr gut. Wie kommt denn all das, was wir denken und fühlen und in uns hinein? Was glaubt ihr? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ich lade euch auch ein, ganz viel Wasser zu trinken. Durch das Umfeld, genau, das ist sehr gut. Ich erkläre es immer am Lebensgefäß der Tasse, am Modell der Tasse. Die meisten von euch kennen das schon. Wir kommen auf die Welt. Das ist jetzt mal unser unbewusster Teil. Hier ist ein bisschen Bodensatz drinne. Karma nennt man das oder vorgeburtliches, das, was wir vererben von unseren Eltern. Und wo kommen die ganzen Informationen nun schon her? Von außen, ihr habt schon gesagt, meine ich, nicht schon, wo sie herkommen. Die kommen von außen. Ne? Alles, was eure Eltern, eure Lehrer, eure Erzieher, eure Großeltern, eure Geschwister über euch sagen und über das Leben, was die zueinander sagen, all das landet in eurem Gefäß. Und von 0 bis 7 Jahren, ungefähr, also nagelt mich bitte nicht fest, nimmt ein Kind alles von seiner Außenwelt auf und hat aber noch kein Eigenbewusstsein. Das bleibt also in dem Gefäß drin und das Kind denkt später, es sind seine Sätze. Wie viele von euch kennen das? Dass wir auf irgendjemanden reagieren, der nur irgendwas sagt. Und wir wissen gar nicht, wieso haben wir so reagiert. Die schreiben mal O in die Chatfunktion. Genau, ne? Und das sind genau solche Momente, all das, was in unserer Tasse drin ist, worauf wir gar nicht zugreifen können, das prägt unser Leben und wir leben alle in Mustern. Wir können natürlich auf diese Muster greifen, indem wir uns in Meditation begeben oder in Coaching-Situationen, wo man direkt mit dem Unbewussten arbeiten kann. Das mache ich dann auch in meinen Einzelcoachings und in meinen Seminaren und Webinaren. Zum Teil, hier haben wir jetzt nur die kleine Fühleübung drin. Und das ist auch gut so, weil ich möchte ja, dass ihr am anderen Ende auch sicher seid. Ich möchte nicht, dass ihr in tiefe Prozesse kommt hier. Wir stoßen sicher einiges an und danach kann man praktisch weiterarbeiten. Es kommt ja hier noch einiges auf euch zu im positiven Sinne. Könnt auch mal U in die Chatfunktion schreiben, wenn ihr schon ganz gespannt seid. Hier habe ich es hingeschrieben, bis zum 7. Lebensjahr geht alles ungefragt und ungefiltert ins Unbewusstsein des Kindes hinein. Niemand gespannt, keiner schreibt U, alles klar. Das merke ich mir. Sehr gut. Wie viele von euch kennen nun die drei gefährlichsten Worte? Die schreiben mal ich. Peter, genau. Sehr gut. Das weiß ich schon. Ne? Was passiert, wenn ihr sagt, das weiß ich schon? Das ist nicht nur der Knast, nicht nur die Gefahr. Die drei gefährlichsten Worte machen einen Deckel auf euer Gefäß. Warum ist jetzt der Deckel so schlimm? Was glaubt ihr? Schreibt es mal kurz in die Chat-Funktion. Genau, der Deckel ist zu. Und warum ist das so schlimm? Kommt nichts Neues rein. Erstens, sehr gut, Caroline. Was noch? Also, dass nichts Neues reinkommt, das sehen wir jetzt hier, ne? Schreibt es mal hin. Genau, das ist fast noch schlimmer, dass das Alte nicht raus kann, weil nämlich hier, ich habe extra ja Wurst mit reingemacht in die Spaghetti. Damit es so richtig eklig werden kann bei der Vorstellung. Wenn der Deckel drauf ist, fängt das hier drin an zu quackern und zu modern und es passiert nichts. Es kann höchstens jemand explodieren. Es kann also nichts mehr rein in das Gefäß und vor allen Dingen nichts mehr raus. Ihr habt es schon richtig erkannt. Klopft euch mal auf die Schulter und sagt, ich bin absolut spitze. Wenn du jedoch offen bist, wirst du automatisch zu einem größeren Gefäß. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht hier den Deckel drauflegst, kann Altes rausgeschmissen werden, ne? Über Sitzungen, wie gesagt, oder durch irgendwelche Aha-Effekte, durch CDs, Techniken, Bücher. Wenn dir jemand was erklärt, hier fliegt es raus und du wirst
dann Neues hineinladen können und wirst automatisch zu einem größeren Gefäß. Wie viele von euch wollen zu einem größeren Gefäß werden? Die schreiben mal, ich will. Sehr gut, ich auch. Ständig und immer. Sehr gut. Ich sehe, ihr seid dabei. Warum fühlen sich denn nun viele von uns so wertlos? Was glaubt ihr? Macht euch mal kurz Gedanken darüber. Gebt mir mal was in die Chat-Funktion. Viel Altes bei mir ist, okay. Ich muss erst mal gucken, was ich jetzt hier gemacht habe. Warum fühlen sich so viele wertlos? Was glaubst du genau? Alten Glaubenssätze, sehr gut. Es wird einem kaum gesagt, wie toll man ist. Eher wird einem erzählt, was man falsch macht. Genau so ist es, ne? Wir alle wollten als Kind vor allen Dingen gefallen, um geliebt zu werden. Und wir brauchen das, um zu überleben. Also es gibt ja Studien, dass Kindern nur Essen gegeben wird, die sind eingegangen wie Deprimen. Vor allen Dingen braucht ein Kind Zuwendung und Liebe und Anerkennung. Wir haben uns also verbogen nach Strich und Faden und hier kommt jedoch euer Freispruch, weil du kannst überhaupt nichts dafür. Du hast es als Kind nicht besser gewusst. Okay? Um zu überleben, mussten wir die ganzen Dinge uns aneignen. Heute können wir die erst schmeißen aus unserem Gefäß. Heute können wir sagen, oh, ich bin nicht mehr die Kleine der Kleine, ich bin heute schon groß. Circa 100.000 Mal hat uns als Kind gesagt, wie wir zu sein haben und wer wir zu sein haben. Und das, was ein Kind immer wieder hört, habe ich vorhin schon gesagt, das nimmt es als seine eigene Wahrheit an. Ihr alle kennt diese Sätze sicher, sei leise, sei nicht so laut, sei nicht so wütend, mach dich nicht dreckig. Halt den Mund. Mein Vater hat immer gesagt, du musst härter werden, mein Mädchen. Heute tue ich alles, um wieder weich und weiblich zu werden. Du kannst das eh nicht. Du bist zu klein, zu dumm, zu ungeschickt. Schreibt mal kurz in die Chat-Funktion, was eure Eltern gesagt haben. Also was war für euch der schlimmste Satz? Oder der, der euch jetzt einfällt, ist ja meistens der schlimmste. Schreibt es mir mal daher. Oder für euch zu Hause, wenn ihr am Handy seid, bitte auf den Zettel. Das klappt nicht. Na Bingo, Peter, ha? Da haben wir es schon. Was hat Klein Peter also gelernt? Alles, was er anfasst, geht eh in die Hose, oder? So in der Art. Und die anderen? Seid ihr noch da oder seid ihr gerade Kaffee trinken? Oder Pipi machen? Was hat man euch gesagt? Caroline schreibt. Okay. Wenn du nicht machst, was, wenn du das nicht machst, wirst du krank? Das ist ja bösartig. Das habe ich ja noch nie gehört. Spannend, ja? Musst du dir mal reinziehen. Was hat das in dir ausgelöst für ein Gefühl? Caroline, welches Gefühl hattest du damit in dir? Und bist du häufiger krank geworden? Ja oder nein? Die anderen machen sich einfach auch mal ihre Gedanken dazu, wenn du das als Kind gesagt hast. Ja, genau, ne? Das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du das nicht machst, wirst du krank. Worauf hat das Kind den Fokus? Total auf krank, 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 krank. Und genau das ziehst du dann an. Das könnt ihr natürlich auch so übernehmen für andere Situationen in eurem Leben. Das, was du häufig denkst, vor allem vor dem du Angst hast, das ziehst du magisch an, weil du das permanent in deinen Gedanken aussendest. Ja, und dein retikuläres System sucht natürlich genau nach dem, was du da immer im Kopf hast. Bei wie vielen von euch macht es jetzt Klick? Die schreiben ja wieder Klick in die Chat-Funktion oder nur ein K, wenn es euch zu viel ist. Sehr gut. Peter nimmt das gleich an, alles klar. Wie viele von euch, habe ich hier hingeschrieben, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt, hatten denn nun glückliche Eltern, die sagen mal ich oder schreiben mal ich in die Chat-Funktion?
Kommt keine Antwort, kann ich verstehen. Von 100 Befragten hat im Normalfall einer eine glückliche Mutter oder einen glücklichen Vater. Was heißt das nun für uns? Viele unserer Eltern waren unglücklich und es traut sich kein Kind. Das hatte ich heute gerade wieder, ich hatte heute viele Sitzungen und das war wieder so ein ganz typisches Beispiel. Kein Kind traut sich schlauer, reicher oder irgendeiner Weise besser zu sein als sein Vater oder seine Mutter. Das Kind hält eher seine Fähigkeiten unterm Deckel, damit es seine Eltern nicht enttäuscht, weil es will ja gefallen, abhängig ist von der Liebe. Bei wem macht es jetzt wieder Klick? Die schreiben mal K in die Chatfunktion. Genau. Klick, klick, klick. Na, bei manchen macht es auch Doppelklick, ihr dürft dann auch Doppelklick hinschreiben. Ihr Lieben, ich möchte euch natürlich immer wieder daran erinnern, dass das, was ich hier sage, ist keine Elternschelte. Eure Eltern haben es selbst nicht besser gewusst und haben es zu jeder Zeit so gut gemacht, wie sie konnten. Die meisten sind ja selbst so scheiße, sage ich jetzt mal transformatorisch, erzogen worden und hatten selber Angst und Scham und Schuld und alles, hatten wenig Geld, vielleicht waren sie im Krieg. Wessen Eltern waren im Krieg? Die schreiben mal nicht in die Chatfunktion. Oder auch die Großeltern, manchmal, das zieht sich ja durch die Generation durch. Ne, diese Angst und diese Panikgefühle, die oft in uns haben, die oft innen, die wir in uns haben oder die Eltern in sich hatten, die greifen ja zu gewissem Maß auch bis zu uns über. Ne, wir haben heute Techniken, wo wir die rausholen können aus dem Unbewussten, doch dazu muss man sich erstmal stellen. Genau. Meine haben den Krieg als Kinder mitbekommen. Genau, also hatten die total Angst. Die hatten ja ganz andere Prioritäten als wir heute. Na? Sehr gut. Also hätten es eure Eltern besser machen können, hätten sie es anders gemacht, ganz sicher. Ich lade euch ein, nicht alles gut zu heißen, ja, sondern einfach euer Herz zu öffnen. Na? Also, als Großer, also ich erlebe das immer wieder in meinen Sitzungen. Die Großen haben das Verständnis, meine Mutter konnte es nicht besser machen. Dennoch, in euch gibt es ja noch das kleine Kind und das hat einfach noch dieses alte Scheißgefühl in sich, das nenne ich wieder transformatorisch Scheiße, damit es auf der Festplatte ankommt und das Muster unterbricht. Und es geht heute und hier darum, also nicht nur heute, sondern auch in den Seminaren, Webinaren und Einzelcoachings, dass man das Kind heilt und dass man das Kind sprechen lässt, die Dinge aussprechen lässt, die sich damals nicht getraut hat. Weil das sitzt oft wie so Knoten von Wut, von Hass, von Trauer noch tief in uns drin. Im Darm, im Magen, im Kiefer, in den Händen, in den Fäusten. Und wir wundern uns, warum wir nicht locker und leicht durchs Leben schweben, okay? Also ich lade euch da wirklich ein, offen zu sein. Unsere Eltern konnten uns ja meistens noch nicht mal sagen, ich liebe dich, mein Kind. Wie viele von euch haben gehört, ich liebe dich? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion. Also ich musste fast, ich glaube, 46 Jahre alt werden, ehe meine Mutter sagte, mein Kind, ich liebe dich. Hat es von euch jemand gehört? Ja oder nein? Wenn ihr gar nicht schreibt, weiß ich immer nicht, ob ihr mich noch hört. Nö, ne? Genau. Wahnsinn. Keiner hat es gehört. Manchmal ist dann wenigstens noch einer dabei. Okay, ihr seid also zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich behaupte, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, denn ihr Lieben, ich bin den Weg selber gegangen. Wie viele von euch wollen etwas zu meiner Geschichte wissen? Die schreiben mal her damit in die Chatfunktion, bitte. Weil, wenn ihr die alle schon kennt, dann muss ich die natürlich nicht erzählen. Ich will euch ja nicht langweilen. Nur ich möchte euch auch natürlich erklären oder glaubhaft versichern, warum ich diese Dinge hier mache. Meine Mutter, sehr gut, okay. Meine Mutter wusste nicht, und das ist wieder keine Elternschelte, ich liebe meine Mutter abgöttisch. Meine Mutter wusste nicht, von wem ich bin, weil die einfach damals in einer Scheißsituation war, die hasste ihren Noch-Ehemann, die hatte einen Liebhaber, bei dem sie gearbeitet hat, und sie war zur Kur und hat sich dort von jemandem hofieren lassen, also wusste sie schon das erste Mal gar nicht, wer ist denn nun der Vater? Was hat sie gehabt? Sie hat Angst gehabt. Mich abtreiben lassen wollen, denn man hat ihr auch das Kind gezeigt, was man abgetrieben hat. Nur das war nicht ich, sondern das war mein Zwilling.
Und als sie dann merkte, dass ich trotzdem in ihrem Bauch heranwachse, hat sie natürlich tierisch Angst gehabt. Und diese Angst im Mutterleib, die hat die natürlich auf mich, auf das ungeborene Steffi-Mädchen übertragen. Was war also mein Hauptthema in diesem Leben? Angst und Panik. Als ich circa 4 Jahre alt war, kriegte mein Stiefvater mit, dass meine Mutter fremdgegangen ist, und es gab ein Riesentheater, was darin endete, dass mein Vater damals sehr betrunken war und meine Mutter versuchte umzubringen. Natürlich war die an der Situation nicht unbeteiligt. Und ich als kleiner Hosenmatz zwischen 4 und 5 Jahren stand damals daneben und musste zugucken. Und was macht ein kleines Kind, was sowas erlebt? Das gibt Seelenanteile ab. Ich hole die auch immer wieder zurück in meinen Sitzungen mit meinen Klienten, nur dass ihr auch versteht, was man da macht. Du stehst als Kind mit offenem Herz. In dem Moment wirst du total geschockt. Du musst dein Herz zumachen, weil du das sonst nicht überlebst. Du stehst also nur noch als Hülle da. Ich habe von da an mein Leben komplett kontrolliert, in jeder Sekunde überall hingeguckt, dass mir niemand der X vors U macht. Einfach um die Kontrolle zu haben, um nicht irgendwann dazustehen ohne Vater, ohne Mutter, weil das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, dass es seine Eltern oder seine Bezugspersonen verliert. Wie viele von euch kennen das, die so alles kontrollieren wollen im Leben? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion. Der eine oder andere schreibt oder die am Handy sitzen, also es ist mit Sicherheit genau, ne? Sehr gut. Also meine Eltern wollten sich dann damals umbringen. Nicht sehr gut, ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine, dass ihr mitmacht, dass ihr das auch versteht, wo das herkommt. Ich habe dann damals mit 4 oder 5 Jahren bin ich rausgerannt, um Hilfe zu holen, habe dann den Taxifahrer gerufen, der die Polizei gerufen hat, die hat dann damals meinen Stiefvater mitgenommen, sodass erstmal Ruhe war. Dann habe ich die Geschichte komplett verdrängt, habe natürlich in der Folge dessen absolut meine Kindheit, also nicht absolut meine Kindheit sein lassen, aber doch schon, also dieses spielerische Leichte, das war natürlich in dem Moment verloren. Ich habe immer aufgepasst, dass ich die Kontrolle behalten habe. Und als ich in die Schule gekommen bin, da habe ich gemerkt, da war ich noch zu klein, da habe ich gemerkt, da gab es so eine Situation, da konnte ich meine Zuckertüte kaum tragen, also habe ich nochmal aufgeholt und habe beschlossen, ich muss hier ganz schnell groß werden. Ich musste ja sowieso zu Hause mal aufpassen. Dann habe ich mich mein ganzes Leben lang angestrengt in der Schule, überall. Ich war immer die Nummer 1, maximal die Nummer 2. Einfach erstens, um nicht aufzufallen mit meiner Familiengeschichte. Und zweitens natürlich, um Anerkennung zu kriegen. Und drittens, um meinen Eltern auch noch zu gefallen und denen ich noch mehr Ärger zu machen, damit ich nicht am Ende die wieder wütend mache. Also das ist so ein Kreislauf, den kennen sicher einige von euch. Wir verbiegen uns nach Strich und Faden. Einfach um zu gefallen, nicht aufzugefallen, damit schön Ruhe bleibt. Und das ist alles schön unterm Teppich, ne? Dann habe ich natürlich mit 38 war ich am Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Damals wollte ich mir das Leben nehmen. Und zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ich hatte damals eine Firma mit neun, also ich hatte zwei Praxen, 19 Angestellte, ein Haus war so gut wie abgezahlt, ich war verheiratet, meine Tochter war geboren, ich konnte in Urlaub fahren, wo ich hin wollte, ich hatte das Auto, was ich fahren wollte. Nur ich war total leer, ausgebrannt, unglücklich, habe mich fast zu Tode gearbeitet und mir ging es einfach nur schlecht. Also ich will das jetzt gar nicht alles beschreiben, was ich damals hatte. Jedenfalls habe ich gedacht, das war's, ich mache Schluss und entstand zum Glück, muss ich heute sagen, meine Tochter mit 4 Jahren vor mir im Treppenhaus und hat einfach gesagt, Mama. Und in dem Moment, da ist in mir, oh, ich muss gleich wieder, kommen mir immer die Tränen. In dem Moment habe ich mich daran erinnert, wie es mir ging, als ich so alt war und was mir passiert ist. Und da habe ich einfach gedacht, das kannst du nicht machen, Steffi. Du kannst nicht diese kleine Maus hier stehen lassen, dann geht es dir genauso wie dir damals, noch viel schlimmer. Also bin ich in der Folge darauf losgezogen, habe mir helfen lassen. Ich habe Menschen getroffen, die mich wirklich an die Hand genommen haben, die mich da rausgeführt haben, Schritt für Schritt. Erst war ich beim Psychologen, habe Antidepressiva genommen, nur das hat mich nicht viel weitergebracht. Wie viele von euch, die schon Antidepressiva genommen haben, wissen, dass es ihnen danach ja noch schlechter geht. Und was ich dann gelernt habe, ich habe dann unter anderem eine Robert-Betz-Ausbildung gemacht, eine Transformationstherapie-Ausbildung, da habe ich gelernt, dass das, was sich gerade zeigen will, das Gefühl will sich gerade entladen,
Und die Pille schiebt das Ganze wieder runter. Also wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die sowas nehmen, sagt ihr nicht, die sollen das auf Schritt weglassen, sondern erklärt denen einfach diese Zusammenhänge und dass die mit ihrem Arzt vielleicht eine Möglichkeit finden. Weil endlich kommt dieses Gefühl aus dem Unbewussten hoch und will sich entladen, schwupps wird es mit der Pille wieder zugedrückt. Das ist echt schade. Ja, jedenfalls habe ich dann Schritt für Schritt Dinge gelernt und heute muss ich euch sagen, lebe ich ein Leben, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es das überhaupt gibt, dass das möglich ist. Deswegen müssen wir gucken, ob ihr es lesen könnt. Hier, alles ist möglich. Das ist mein Logo von meinem Schmetterlingseffekt Lebensfreude, den ich gegründet habe. Also ich coache schon seit 15 Jahren und letztes Jahr im August habe ich dieses Unternehmen gegründet. Und ich muss sagen, es wird immer geiler, dieses Geil mit AI ganz ankommen im Leben. Ich mache das so, so gerne. Und es ist so cool, wenn man Menschen einfach da abholen kann, wenn man denen wieder Hoffnung geben kann. Versteht ihr? Das ist einfach meine Berufung. Das ist nicht nur ein Beruf. Hauptberuflich bin ich Physiotherapeutin und Teilpraktikerin. Und das mache ich seit 35 Jahren, seit 27 Jahren selbstständig in eigener Praxis. Inzwischen habe ich nur noch eine Praxis, damit ich mit meinem Coaching und meinen Seminaren mehr Raum geben kann. Und wie gesagt, es ist jetzt so, dass ich echt von Herzen gerne lebe und einfach nur cool und glücklich bin. Ihr Süßen, jeder von uns ist total einmalig. Ihr seht hier die kleine Steffi. Das Bild ist ein bisschen unscharf. Da habe ich eine Krone aufgesetzt, weil ich einfach irgendwann begriffen habe, dass das Wichtigste in meinem Leben ich bin. Und wenn es mir gut geht, geht es allen anderen um mich herum auch gut. Wie viele von euch haben das auch schon erkannt? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion. Sehr gut. Na, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist absolut legitim und absolut wichtig. Weil in dem Moment, wo du dich für dich sorgst, ja bitte, bitte, das war nur ein Auszug aus meiner Geschichte. Also die, die mich kennen, die kennen da noch ganz andere Geschichten. Nur das ist am Ende egal. Jeder hat von euch seine Geschichte und jeder hat es überlebt. Ihr könnt euch auf die Schulter klopfen und sagen, wow. Weil das ist das, was uns ausmacht. Und ohne meine Geschichte würde ich heute gar nicht so viele Menschen an die Hand nehmen können und ich hätte gar nicht dieses tiefe Verständnis. Dieses Einfühlungsvermögen, wisst ihr? Deswegen habe ich hierher geschrieben, so wie wir einmalig sind. Wir sind so wunderschön wie diese Blumen hier. Also ich liebe ja nur absolut die Natur. Das wird immer, immer, immer stärker. Und ich habe auch, als ich einigen Jahren krank war, ein Buch gelesen, das heißt Biofiller-Effekt. Da steht drinne, dass das Unterbewusstsein mit dem Immunsystem kommuniziert, das Immunsystem mit dem Wald kommuniziert. Und ich bin damals auch wirklich jeden Tag eine Stunde in den Wald gegangen und war ziemlich schnell wieder fit. Kann ich euch sehr empfehlen. Jeder von uns, ihr Lieben, ist süß und liebenswert und keiner hat uns das gesagt. Und deshalb haben wir uns als Kind so oft verbogen und angestrengt. Wahr oder wahr? Unsere Eltern waren doch viel zu sehr mit sich beschäftigt. Wenn ich an meine Eltern denke, kann ich nur noch schütteln. Ich lade dich ein, Kontakt zu deinem inneren Kind aufzunehmen. Ihr habt die kleine Steffi gesehen, die hat extra eine Krone auf, weil ich habe das gelernt in einer meiner vielen Ausbildungen, dass in mir das Kind von damals noch lebt und wohnt. Und zwar in vielen verschiedenen Facetten. Also der kleine Junge, das Mädchen in euch ist jeden Tag da. Die Frage ist, arbeitest du schon mit deinem inneren Kind? Kannst du dich überhaupt dem Gedanken öffnen, dass es in dir ist? Ja oder nein? Schreibt mir mal in die Chatfunktion, wer schon weiß, dass das innere Kind in ihm ist, bitte, damit ich einfach weiß, wo ihr steht. Sehr gut. Wenn ihr es noch nicht überpräsent habt, ist es auch nicht schlimm. Haben wir ja schon gearbeitet damit. Genau, sehr gut, Nicole. Jawohl. Sehr gut. Also, ihr wisst das alle. Und wie viele haben denn jetzt so richtig guten Kontakt zu ihrem inneren Kind? Die schreiben mal, ui! Weil das Wissen, dass es da drin ist, ist das eine und ein richtig cooler Kontakt jederzeit ist das andere. Mal mehr, mal weniger. Naja, geht so. Ihr seid süß. Ihr seid wenigstens ehrlich. Und so ist es auch richtig. Ne, da geht noch was. Also ich habe dann irgendwann angefangen, die kleine Steffi
in einen wunderschönen Bilderrahmen zu machen. Er ist jetzt die Krone aufgekriegt. Der eine oder andere mag das kitschig finden, ich nicht, weil ich sollte damals ein Junge werden und das Theater, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, das hat mich auch hart werden lassen. Deswegen ist es umso cooler, jetzt da eine pinkfarbene Krone aufzuhaben. Die kleine Maus hängt neben meinem Bett und das Erste, was ich früh mache, ich gucke wirklich rüber, stehe links aus meinem Bett auf und küsse die kleine Steffi. Und es ist mir vollkommen egal, was andere da über mich denken. Seitdem ich das mache, habe ich total guten Kontakt. Dann fühle ich nämlich in mich rein und frage die kleine Maus, wie geht's dir denn heute? Und ihr glaubt's nicht oder ihr glaubt's doch, manchmal ist die total zickig. Dann denke ich, oh Gott, was kann ich denn machen? Dann überlege ich mir was mir gut getan hätte als Kind. Und meistens ist sie aber schon so voller Tatendrang und will einfach raus. Und dann mache ich natürlich genau das. Ich habe das Bild in meinem ganzen Haus verteilt, also nicht nur dieses, sondern andere Kinderbilder, außer im Terrazzimmer. Hängt in jedem Zimmer oder steht in jedem Zimmer die kleine Steffi, sodass ich den Kontakt nicht verliere. Und ich lade euch ein, das selbst zu machen. Besorgt euch ein Bild aus eurer Kindheit, vervielfältigt das und stellt euch das in eure Wohnung, in euer Haus, wo auch immer hin. Wie viele von euch haben denn schon Kinderbilder dastehen? Die schreiben mal ja in die Chatfunktion, bitte. Keiner zückt den Stift. Echt nicht? Da wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Wie viele von euch haben denn Kinderbilder? Oder wer hat gar keins? Eins. Spannend, ja? Genau. Das war auch nicht üblich, die ganze Zeit Bilder zu machen. Ihr habt alle eins. Wenn ihr das eine habt, dann kopiert das. Genau. Und sucht euch, wenn ihr mehrere habt, das Schönste aus, wo ihr euch am geilsten findet. Muss ich suchen? Genau, Peter, suche. Und wenn du keins findest, dann schneidet ihr einfach ein Baby aus. Ein Baby oder ein Kleinkind, was du cool findest, was dich zum Lachen bringt, damit du das Gefühl zu deinem kleinen Peter wiederfindest, okay? Weil es ist ja echt so, manchmal sind aus irgendwelchen Situationen heraus die Bilder verschwunden oder man hat gar keine gekriegt. Hier steht's nochmal. Ich frage wirklich früh, die Kleine, fühlst du dich? Ich habe eine Weile Morgenmeditation gemacht, es ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich die kleine Steffi genommen und mir gedanklich auf meinen Schoß gesetzt. Und auch beim Essen oder so, das kennt ihr. Wer überlegt denn, was ihr esst? Das macht nicht die Große, der Große in euch, sondern das ist immer das innere Kind. Wenn ihr euch was anzieht, das ist immer die Kleine, der Kleine in euch. Und ich lade euch echt ein, mit der oder mit ihm zu reden wieder. Das müsst ihr ja nicht öffentlich machen, nicht, dass ihr euch abholen mit der Zwangsjacke. Das verstehen ja leider noch nicht alle. Okay? Hier habe ich euch hergeschrieben, meine Empfehlung, glaub nicht alles, was du denkst. Wer kann sich denn denken, warum ich das schreibe? Schreibt es mal in die Chatfunktion, bitte. Was glaubt ihr? Es gibt keine Fehler im Universum, ihr könnt euch ruhig trauen. Weil es nicht meine Gedanken, genau, sehr gut. Noch jemand eine Idee? Die am Handy, die sagen es mal laut, vielleicht höre ich es ja hier. Okay, was man dir erzählt hat über dich, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Unsere Eltern haben es zwar zu jeder Zeit so gut gemacht, wie sie konnten, hätten sie es besser gemacht, hätten sie es besser machen können. Genau, die Fantasie spielt auch eine große Rolle. Und ich sage dir, du bist perfekt, unperfekt, nämlich so, wie du bist. Es ist überhaupt nicht, oder es sollte niemals dein Anspruch sein, perfekt zu sein, weil so, wie du bist, bist du vollkommen okay. Und ich lade dich ein, dir das immer und immer wieder zu sagen, ich bin perfekt, unperfekt. Ich habe eine gute Freundin, die hat früher immer, wenn ich mich wieder selbst verurteilt habe, hat die immer zu mir gesagt, Steffi, sei großzügig mit dir. Die habe ich gerade jetzt letztes Wochenende getroffen. Der Mann war zum WGT bei uns in Leipzig. Und dann war ich mit ihr im Kino und wir haben gequatscht. Und es war so schön, weil ich einfach weiß, dass ich da so sein darf, wie ich sein, wie ich bin. Und ich lade euch ein, euch mit solchen Menschen zu umgeben, die euch genauso nehmen. Okay? Es ist also Zeit für einen Wandel.
Was glaubst du, woraus die Heilung der Kindheit nun entsteht? Mach dir mal ganz kurz Gedanken und schreib's mir mal her. Bitte, du magst. Bei mir muss niemand etwas tun, bei mir darf man etwas tun. Okay. Ihr wollt alle noch gefallen. Ihr traut euch nicht, oder? Wir haben es vorhin schon gesagt, aus Lernen und Tun entsteht die Veränderung. Keine Idee immerhin. Du bist ehrlich. Genau. Das ist ganz einfach. Wenn ich meine Kindheit will, dann muss ich etwas lernen, muss es tun. Es gibt hier die 5 Stufen des Lernens, die habe ich in der Vorankündigung genannt. Und die will ich euch einfach kurz, das betrifft ja nicht nur die Kinder, das betrifft alle Lebensbereiche, kurz am Beispiel meines Burnout oder Burn-in nenne ich es ja heute, hier mal zeigen. Bewusst werden, anschauen, loslassen. Genau. Es gibt also die erste Stufe, das ist die unbewusste Inkompetenz. Da weiß ich überhaupt nicht, dass ich einen Mangel oder ein Defizit habe. Ich hatte damals mit 38 mein Burnout. Bin total ausgeflippt, obwohl ich alles hatte, habe rumgeschrien, das war mir aber auch nicht bewusst. Irgendwann kam ich dann in die Stufe 2, das war die bewusste Inkompetenz. Da wusste ich, irgendwas ist im Argen, aber ich wusste überhaupt nicht warum. Ich habe nur gemerkt, ich schreie rum und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war Stufe 2. Danach kommt Stufe 3. Da habe ich mir inzwischen helfen lassen, da war ich beim Psychologen damals, beim Verhaltenstraining. Dann habe ich gelernt, wie ich verschiedene Dinge anpacken muss, um Ziele zu erreichen. Habe mich konzentriert und habe das Schritt für Schritt gelernt. Ich habe zum Beispiel damals eine Prioritätenliste gemacht. Oder ich habe mir mein eigenes Bestellbuch in der Praxis zugelegt, sodass gar nicht mehr alle auf meine Spalte im Buch zugreifen konnten. Da konnte ich mir meine Pausen tragen. Ich habe das also Schritt für Schritt eingeübt. Das ist genauso wie beim Fahrradfahren oder beim Autofahren. Das kennt ihr ja alle. Danach bin ich dann schon in der unbewussten Kompetenz. Das heißt, ich habe einfach so viel praktische Erfahrung gesammelt, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Ich handle einfach automatisch und mache das intuitiv, so wie ich es gelernt habe. Beim Autofahren würde man sagen, das läuft automatisch ab oder auch beim Laufen. Ihr denkt ja nicht mehr drüber nach, wie ihr Schritt für Schritt nach vorn setzt, oder? Es sei denn, ihr habt Absatzschuhe an, mit denen ihr nicht so gut laufen könnt. Okay, und dann sind wir schon in der Meisterschaft angekommen. Also bei meiner Arbeit bin ich in meiner Meisterschaft. Weiß genau, was ich tue. Ich muss da nicht drüber nachdenken. Ich bin ziemlich sehr in meiner Klarheit. Und das führt natürlich zu Macht. Macht nicht, um die auf andere auswirken zu lassen, sondern einfach, wenn ich klar bin, dann kann ich ganz anders sprechen und im Sinne für mich agieren. Ne, da kann ich Grenzen setzen und solche Dinge. Und ich lade euch einfach ein, auch dahin zu kommen, Schritt für Schritt. Die meisten Menschen, die zu mir kommen in meine Coachings, in meine Webinare, Seminare, die stehen zwischen Punkt 2 und zwischen Punkt 3. Die wissen, dass irgendwas schief liegt und die wissen, dass sie was ändern müssen, aber die wissen noch nicht wie. Und da greifen genau wir als Coaches ein oder auch andere, also jetzt nicht unbedingt ich und Damian, es gibt ja 100.000 Coaches da draußen. Und ich lade euch ein, einfach zu bedenken, dass wenn du Veränderung willst, dann musst du deinen zarten Purzel bewegen. Weil Definition von Wahnsinn, sagte schon Albert Einstein sinngemäß, Wahnsinn bedeutet, ständig das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Da ist so viele Menschen, die sagen, ja, aber das passiert mir immer wieder, immer wieder. Und ich sage, na, wenn sie nichts anders machen, wie soll sich dann irgendwas anders zeigen? Das geht gar nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr seid ja schon die, die hier sind. Es gibt also die 5 Schritte der Veränderung, die in jedem Veränderungsprozess eingehalten werden müssen. Wie viele Schritte? Schreibt es mal in die Chatfunktion, bitte. 5. Sehr gut, damit ich sehe, dass ihr mitmacht. Schön. Ihr seid sensationell. Sehr gut. Jawohl. Das ist immer wieder das Gleiche bei allem, was euch begegnet, was ihr verändern wollt. Ihr entwickelt das Bewusstsein, hey, was ist hier los? Dann versteht ihr, okay, der hat so gut gemacht, wie er konnte. Ich habe so gut gemacht, wie ich konnte. Dann einfach loslassen. Loslassen heißt einfach keine Energie mehr reinstecken.
Weil ich habe mich lange Zeit gefragt, wie muss ich denn loslassen? Loslassen ist einfach umdrehen, andere Richtung, neu ausrichten und es dann tun. Da sprechen wir dann natürlich auch nochmal in meinem Zwei-Tages-Workshop drüber. Also die Bestandsaufnahme, was ist los? Damals bei meinem Burnout habe ich einfach festgestellt, ich fühle mich unglücklich. Dann habe ich mir überlegt, viele Dinge habe ich von meiner Mutter übernommen. Die hat es immer so gut gemacht, wie sie konnte. Mein Vater war selten da, also dem wusste ich gar nicht, welcher das nur ist von den dreien. Dann habe ich einfach gesagt, gut, ist nicht mehr meine Wahrheit. Ich gebe da keine Energie mehr rein. Ich entwickle einfach meine eigenen Strategien. Ich denke meine eigene Wahrheit und das mache ich heute auch wirklich. Und ich richte einfach neu aus. Bei mir darf jeder sein, ist. Und er darf seine Wahrheit denken. Ich nehme mir das Recht raus, auf meine Wahrheit zu denken. Und wenn mir irgendjemand irgendwelche Gruselgeschichten erzählt, dann habe ich gesagt, ist nicht meine Wahrheit. Und da gebe ich überhaupt keine Energie rein. Das ist ein total cooles Tool. Ich lade euch ein, das zu übernehmen. Was das Allerwichtigste ist beim Transformationsprozess, ist natürlich konsequent in die Handlung zu kommen. Also ich habe das auch lange Jahre probiert, Dinge lernen zu lernen und zu lernen und nochmal zu lernen und dann weiter zu lernen, um dann zu lernen. Und irgendwann habe ich gedacht, Scheiße, Steffi, jetzt kannst du schon so viel. Genau. Ich konnte am Ende schon so viele Dinge, nur ich habe die nicht auf die Straße gekriegt. Und ich muss euch sagen, das habe ich erst so in den letzten anderthalb Jahren richtig hingekriegt, jetzt mein Business hier so aufzubauen, dass es absolut cool ist. Also ich habe so Spaß, ich weiß gar nicht, wohin manchmal mit meiner Energie. Ich mache im Moment jede Woche ein Webinar, gebe Seminare und coache von früh bis abend und das erfüllt mich. Es ist nicht so, dass ich irgendwann sage, ich bin ohne Energie, sondern mit jedem Coaching habe ich das Gefühl, ich habe mehr Energie. Und da merke ich doch, da bin ich am richtigen Punkt und ich wünsche euch allen von Herzen, dass ihr genau die Arbeit oder die Passion findet, wo ihr das erleben könnt. Und ich kann das jetzt erst so sagen. Ich bin 51 Jahre, ich erlebe das jetzt gerade erst so. Durch das Verständnis der Ereignisse von damals bist du heute in der Lage, deinen Fokus ganz anders auszurichten, dich auszusöhnen mit deiner Vergangenheit. Ich richte mich heute von damals scheiße, ich sage wieder extra scheiße, transformatorisches Vokabular, das erlaubt mir nämlich alles und ist sehr kraftvoll im Muster unterbrechen. Ich habe meinen Fokus von der Scheiße einfach weggenommen, rumgedreht und habe gedacht, okay, was muss ich tun, um ein geiles Leben zu haben? Dieses Geil mit AI wieder. Also habe ich in meinen Katastrophen von damals die Chance erkannt und sehe, dass es heute riesiges Potenzial ist, weil es gibt 100.000 Frauen und Männer da draußen, denen ging es ähnlich wie mir. Und es gibt fast nichts, womit ich mich noch nicht angefreundet habe oder was ich noch nicht irgendwo besprochen habe oder erlebt habe. Von daher habe ich natürlich auch ein breites Spektrum, um jemandem weiterhelfen zu können. Und ihr habt alle eure eigene Geschichte. Und genau in dem Moment, wo eure dunkelste Stunde war, dort ist eure größte Stärke. Und das ist das, womit ihr jetzt anderen Menschen helfen könnt, weil ihr habt es überlebt, ihr guckt, wie ihr da rauskommt. Und das ist genau die Arbeit, die wir hier meines Erachtens alle zu regeln haben. Es geht nicht darum, hier alle, dass alle einem folgen, sondern alle, die irgendwo im Seminar, im Webinar sitzen, sind dann sofort Impulsgeber. Und nur so können wir tatsächlich die Liebe auf die Erde bringen, was meines Erachtens absolut unsere wichtigste Aufgabe ist. Denn der Krieg im Außen, das ist der Krieg der Menschen im Innen. Also wenn alle die, die sich über die Politiker und alles aufregen, da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, wenn die bei sich anfangen, dann ist allen geholfen. Ich sage dir, du bist deinem Ziel jedenfalls schon viel, viel näher, denn Energie folgt dem Fokus, wahr oder wahr? Müssen wir mal wieder hier zurückkommen. Ich neige nämlich dazu, ab und zu viel zu erzählen. Ich bin nicht so der Präsentationsmensch, ich bin mehr der Live-Mensch. Genau, hier seht ihr es schon, ne? Hier war ich mit meinem Coaching-Freund Detlef, der vor kurzem seine Frau Angela geheiratet hat, auf dem Level Up Your Life. Und da muss ich sagen, also so eine geile Energie, solche Menschen um mich zu haben, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, von morgens bis abends am liebsten. Ich fahre fast jedes Wochenende irgendwo hin. Und die in meinem Umfeld hier sind, die sagen, um Gottes Willen, Steffi, du bist ja immer unterwegs. Die wissen gar nicht, wie geil es mir dabei geht. Ich lade mich da absolut auf und bin in der vollkommen hohen Energie, wenn ich zurückkomme.
Wo hört Ignorieren auf und wo fängt Nicht-Fokussieren an? In welchem Zusammenhang? Also das, wo du Energie reinsteckst, das ist Sieren, Caroline. Ne? Ignorieren kannst du sowieso. Ignorieren, weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Ignorieren ist so, dass das triggert einen das so ein bisschen an. Ich würde einfach meine Energie da reinstecken, in das, wo ich hin will und das, was ich haben will. Weil da, wo dein Fokus ist, von dem kriegst du mehr. Das andere ist sowieso, ne? Ob ich mich auf Krieg fokussiere oder auf Frieden, der Krieg ist trotzdem da. Ist aber nicht meine Wahrheit. Also ich gucke auch kein Fernsehen mehr, ich lese auch keine Zeitung mehr. Nicht, weil ich das nicht leiden kann, sondern weil ich merke, dass mir das absolut Energie zieht. Ich gucke, wenn, dann mal ganz gezielt Sendungen. Und ansonsten ist das alles Ablenkungsmanöver von unserer Regierung oder von wem auch immer, damit wir nicht auf die eigentlichen Probleme gucken. Unsere Energie wird absichtlich niedergehalten. Und unsere Aufgabe ist es, uns einfach wieder in eine geile Energie zu bringen. Also, um optimal Veränderungen herbeizuführen, bedarf es natürlich einiger Regeln. Ja, sehr gern. Wie gesagt, ihr habt meine Telefonnummer, habe ich die vorhin reingeschrieben im Chat, sagt es mir mal. Sonst muss ich das mal noch machen. Nein, dann gebe ich euch die mal. Schreibt sie euch mal bitte mit. Das ist die 0172 80 51 062. Ich lade euch ein, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dass ihr einfach mit mir mal telefoniert oder per WhatsApp schreibt. Ich kann natürlich nicht immer rangehen, aber ich kann mich zurückmelden, okay? Weg ist sie. Wer hat die Nummer? 0172 8051 062. So, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dürft ihr mich hinterher kontaktieren und ebenso, wenn natürlich irgendwas hochkommt. Bitte, bitte. Jetzt muss ich wieder gucken, wie meine Präsentation geht, wenn ich nämlich hier irgendwas anders mache an dem Rechner. So, Ziel, genau. Veränderung braucht in jedem Falle ein Ziel. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kannst du niemals ankommen. Das ist wie mit dem Taxi. Also zu denken, ich will nicht mehr depressiv sein, wie es bei mir früher war, oder ich will nicht mehr diese Scheiße erleben, das hat alles nicht funktioniert, sondern zu noch mehr Chaos geführt. Ich habe dann irgendwann gelernt, dass ich mich genau auf das fokussieren muss, was ich in meinem Leben sehen will und vor allen Dingen, warum ich das Leben sehen will. Weil ansonsten bewegt sich meine Gesundheit oder mein Körper keinen Millimeter. Und darum geht's. Bei mir ist gerade alles abgebrochen. Ja, Nicole, erstens gibt es eine Aufzeichnung, zweitens mache ich das jede Woche, einmal mit der Angst und einmal mit der Kindheit. Und du kannst nichts verpassen im Universum. Wenn eine Chance dahin geht, bildet sich dir automatisch eine neue. Und ich bin mittlerweile sogar so in dem Glauben, dass das, was ich nicht höre, das soll ich nicht hören. Ne? Weil das Universum ist für mich ein perfektes System und da gibt es keine Fehler. Alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Und dann ist das halt einfach so. Wenn es mal weg ist, das Internet, jetzt bist du wieder da, ist alles gut, du hast überhaupt nichts verpasst. Ich habe nur was von Regeln erzählt. Das erzähle ich bestimmt noch mal. Also, ihr Lieben, wenn ich mich verändern will, brauche ich als erstes ein Ziel. Dann muss ich den Entschluss fassen. Ich muss sagen, ich will. Mach mal mit, sag, ich will Veränderung. Dann brauchst du das richtige Werkzeug, also die CD, den Workshop, das Buch, was auch immer. Sag, ich kann. Und dann braucht es absolut die Handlung. Ich tue es. Hier habe ich eine kurze Vorschau, die richtige Zielformulierung, die ist total entscheidend. Und dazu gibt es in meinem Live-Workshop mehr. Da habe ich dann noch eine coole Übung eingebettet, die alleine ist schon unbar. Das ist ein Prozess, den könnt ihr auf alle Lebensbereiche anwenden. Also schon dafür würde es sich lohnen, diesen zu besuchen. Wenn du im Leben eine Veränderung erzielen willst, meine Liebe, mein Lieber, dann frage bitte immer eine Person, die schon da ist, wo du hin willst. Warum glaubst du, ist es so wichtig? Schreib es mir mal bitte in die Chatfunktion. Warum ist es wichtig, eine Person zu befragen, die schon da ist, wo du hin willst? Was glaubst du?
Na? Der weiß, genau, die weiß, die ist hinweggegangen und sie weiß, wovon sie spricht. Genau. Sehr gut. Na? Weil diese Person Erfahrung gesammelt hat, die ich benötige. Genau. Die meisten Menschen, was machen die jedoch? Die fragen die im Umfeld. Und sagen, wie ist denn das bei dir? Und dann sagt der, um Gottes Willen, lass die Finger davon. Denn wie sollten der, der noch nicht da ist, wo du hin willst, wissen, wie das funktioniert? Das ist immer so schön. Also ich hatte früher auch eine Freundin, ich bin immer lernen gegangen und die hat immer gesagt, ja, kenne ich. Ach, um Gottes Willen, bla 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 bla. Ich habe sie dann wirklich liebevoll losgelassen, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Weil diese Person Erfahrung gesammelt hat, ich benötige, sensationell. Und es geht vor allen Dingen mit jemandem, der sich damit auskennt, viel, viel schneller. Also ich persönlich, ich lasse mich seit 4,5 Jahren alle 14 Tage coachen. Nicht umsonst habe ich wirklich große Sprünge gemacht im Sinne des Positiven. Ich hatte es einfach satt, in dieser Depression hängen zu bleiben, oder ich war immer sehr enttäuscht, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ich bin dann immer so 3 Wochen zusammengebrochen, weil mein Selbstwert sehr niedrig war. Also habe ich damals gesagt, ich möchte diesen Zustand auf 3 Sekunden verkürzen. Und das, liebe Leute, habe ich inzwischen geschafft. Also ich habe tatsächlich Techniken und Mittel und Wege kennengelernt und gefunden, wo ich solche Zustände innerhalb von Sekunden umwandeln kann. Ist das gut oder gut? Schreibt's mal hin. Sehr gut, genau, finde ich auch. Gut und gut, super. Ihr seid sensationell. Sag dir mal wieder, dass du spitze bist und dass es gut ist, dass du heute bist. Ich freue mich nämlich total. Ich finde, das ist eine schöne Energie hier. Die Person, mit der du, die Person ist natürlich den Weg schon gegangen und sie kennt den Weg und sie hat absolut den Durchblick. Also meine Coaches zum Beispiel, die können auf ein breites Buffet zugreifen. Ich habe schon so viele Lehrgänge gemacht und Techniken gelernt, die ich natürlich allen meinen Coaches zur Verfügung stelle. Und das erlebe ich auch bei denen, wo ich mich weiterbilden lasse. Warum ist es nicht ratsam, dein Umfeld zu befragen? Ihr habt es schon gesagt, weil dein Umfeld nicht diese Erfahrung hat. Dein Umfeld wird dich klein halten. Wie viele von euch kennen das? Dass der Nachbar, die Freundin, die Mutter, der Bruder, der Vater sagt, um Gottes Willen, lass die Finger davon. Bloß nicht. Wenn du dir eine Weiterbildung gegönnt hast für ein paar tausend Euro, bist denn du verrückt? Ach, ich habe meinen Leuten gar nicht erzählt, was ich gemacht habe. Die würden sich wahrscheinlich alle an den Kopf greifen. Genau, die wollen sich nicht verändern. Und vor allen Dingen, die haben Angst, dich zu verlieren. Ich erkläre das immer so. Wenn du eine Herde Schafe hast, ja, da bist du mittendrin und jetzt erhebst du dich da als Giraffe, dann wollen die Schafe dich am liebsten wieder runterziehen. Die haben nicht alle Bock, damit hochzukrabbeln. Das machen die allerallerwenigsten. Bei wem macht es jetzt Klick von euch? Der schreibt mal Klick in die Chatfunktion, bitte. Genau, sehr schön. Und das muss man wirklich wissen. Also das Hören und das hier Schreiben ist das eine, aber tatsächlich begegnet mir das in meinen Coachings immer wieder, dass mich irgendjemand heulend anruft und sagt, ja, aber meine Mutter hatte ich vorhin gerade wieder. Da muss man einen immer den wieder zurückholen. Deswegen sage ich auch meinen Coaches immer, ihr könnt mich jederzeit anrufen, weil wenn solche Dinge hochkommen, muss jemand da sein, der euch auffängt. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, denen du dich am häufigsten umgibst. Also wähle bitte weise. In meinem Umfeld haben Menschen, die Energievampire sind, absolut keine Berechtigung mehr. Denen sage ich das liebevoll, wenn es gar nicht hilft. Ich habe eine Patientin gehabt, da muss ich mal lachen, wenn ich die Geschichte erzähle. Die habe ich schon 33 Jahre und die liebt mich und ich liebe sie. Und trotzdem hatte ich immer, wenn ich hinkam, das Gefühl, die schüttet mir einen Eimer Müll über den Kopf. Also habe ich gesagt, stopp, Bettina. Jetzt reicht's, habe Blatt Papier genommen, habe in die Mitte Kackhaufen gemalt, ne, transformatorisch wieder, und habe gesagt, was ist das? Nee, weiß ich nicht. Dann habe ich ihr erklärt, dass das ein Scheißhaufen ist. Ich sage das extra so drastisch. Und dann habe ich ihr wirklich gezeigt, ich sage, du guckst nur auf diesen Haufen. Wo könntest du denn stattdessen hingucken? Auf all die Möglichkeiten. Und immer wenn die heute kommt, also wenn ich heute hin, ich gehe einmal die Woche dahin, und die fängt in irgendeiner Weise an, sagt Bettina, da halte ich dir das Blatt Papier virtuell vor den Nase. Okay, sagt die, okay. Also die weiß das und die will das auch. Die möchte, dass ich ihr das sage. Versteht ihr? Und solche Rituale könnt ihr auch einführen.
Meine Tochter hat zum Beispiel diese Coach-Ausbildung gemacht wie ich. Da ist es natürlich einfach in einem Haushalt zu sagen, hey, kannst du mal deine Energie wieder anheben oder wo guckst du gerade hin? Das gestaltet oft nicht so einfach, wenn man im Haushalt mit Energievampiren umgeben ist. Da muss man sich echt schützen und muss sich fragen, ob man nicht was ändern kann, okay? Dazu gibt es aber in meinem Live-Workshop auch mehr. Ich habe ein komplettes Lösungsprogramm entwickelt, das hier kann tatsächlich erst ein Anfang gewesen sein. Also ich könnte euch noch stundenlang erzählen. Und deswegen habe ich euch hierher geschrieben, die meisten überschätzen, was sie in einem Jahr verändern können. Doch tatsächlich unterschätzen die meisten, was in 5 Jahren möglich ist. Als ich beim Damian damals anfing, da hatte ich schon einen großen Wissensschatz, nur ich kriegte das, wie gesagt, nicht auf die Straße. Und der hat uns damals so um Ziele und sowas ausgefragt. Und all das, was ich aufgeschrieben habe, ist jetzt fast eingetreten. Und ich bin über 4 Jahre arbeite ich jetzt mit Damian und seinen Leuten zusammen und natürlich auch einzeln. Und ich kann das nur bestätigen. Das, was ich mir auch gar nicht vorstellen konnte und dennoch geschrieben habe, ist alles jetzt fast da. Also es ist für mich sensationell. Und mittlerweile habe ich natürlich aufs Gehirn viel mehr studiert und begriffen und weiß, dass Gedanken Wirkenkräfte sind und dass ich meine gesamte Realität selber erschaffe. Nur wer damit noch nicht so lange gearbeitet hat und so viel sich auseinandersetzen konnte, der sagt natürlich, ist mir jetzt ein bisschen viel, Steffi, verstehe ich gerade nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Wichtig ist, das zu wissen, dass es jemanden gibt, ne? Entweder ich oder jemand anders in eurem Umfeld, der da schon ist und der davon spricht, der kann euch natürlich da so lange unterstützen, bis ihr sagt, ah, jetzt habe ich selber. Weil das Bewusstsein, das geht ja Schritt für Schritt für Schritt immer mehr auf. Also auch bei mir kommen jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, wieder Klickmomente dazu und plötzlich sehe ich Dinge, die mir vorher völlig unklar waren. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wie viele von euch kennt das? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion, dass sie immer mal so klick, klick, klick macht. Genau, das habt ihr selbst heute schon geschrieben, ne? Sehr gut. Ach, ihr seid spitze. So, hier kommt eine sehr wirksame und einfache Übung. Ich meine, die meisten von euch sind ja schon ziemlich gut unterwegs. Wenn du jedoch in irgendeiner Situation bist und dein Selbstwert in dem Moment im Keller ist oder ihr Menschen im Umfeld habt, die manchmal total absacken, dann sag denen einfach, die sollen sich nette Dinge im Schaufenster sagen, im Spiegel. Also Valentin zum Beispiel hat uns gelernt und ich muss sagen, ich habe das damals auch schon gemacht. Der geht immer am Spiegel vorbei und sagt, wow, bin ich sexy. Und ich muss auch sagen, ich habe immer zu jetzt gesagt, ich bin eine geile Mieze. Wenn ich mit meiner Tochter weggehe und wir wollen jetzt irgendwie anziehen, dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage, na, würdest du mich stehen lassen, Baby? Und dann lachen wir. Nur früher fühlte ich mich eben total hässlich, da habe ich sowas nicht gemacht und mir hat es einfach auch jemand gesagt. Ich habe mir dann an meinen Spiegel geschrieben, habe es hierher geschrieben, ich liebe mich und ich liebe dich. Warum, glaubt ihr, habe ich mir das in diesen zwei Positionen dahin geschrieben? Genau, er sagt es. Erstens sagt es mir einmal jemand und dann sage ich es mir. Das ist so, als wenn ich mir das selber sage und das gesagt bekomme. Das ist sehr wirksam, weil man kann das Hirn wunderbar überlisten. Man braucht nicht zwangsläufig einen zweiten Menschen, um sich glücklich zu machen. Natürlich wird es geiler, wenn man dann den Traumpartner an seiner Seite hat. Nur all das, was du dir wünschst, kannst du dir selber geben. Du kannst dich selber in den Arm nehmen, du kannst dich selber streicheln, du kannst dir ein Küsschen auf die Wange geben. Du kannst dir, wie gesagt, all die Dinge selber sagen, bevor jemand anders da ist, der sie dir natürlich dann auch sagen kann. Ich sage das nur, weil manche dann sagen, ja, du hast gut, du hast ja einen Partner, ich kann das aber nicht, bei mir ist niemand, das ist Quatsch. Man kann sich das alles selber geben, sogar sinnvoll. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, ich bin wertvoll, du bist wertvoll, genau. Das hat den Sinn, dass du es einmal gesagt kriegst und dir einmal selber sagst. Ich lade dich mal ein, jetzt zu überlegen, im Moment, wer bist du im Moment und wo stehst du gerade jetzt in deinem Leben?
Finanziell, beziehungstechnisch, Gesundheit, deine Energie, dein Körper. Okay? Und dann stellst du dir einfach vor, wer du sein willst im Zeitpunkt X, im Zeitraum X. Also wenn ich zum Beispiel ein Coaching-Paket jemanden verkauft habe, der sich dafür entschieden hat, frage ich, willst du ein Viertel, halbes oder ganzes Jahr mit mir zusammenarbeiten? Dann kriege ich eine Antwort und dann machen wir eine genaue Bestandsaufnahme. Wo stehst du heute und wo willst du am Ende des Coaching-Pakets stehen? Und es ist bisher bei allen genauso gekommen, weil das, was du aufschreibst, das musst du dir ja erstmal erdenken. Und dann lösen wir natürlich im Coaching oder im Seminar die Handbremsen, die dich davon abhalten, X oder Y zu leben. Wenn du dir jedoch niemals Gedanken machst, wer du sein willst, dann kannst du da umkommen. Und wenn du dir keine Gedanken machst, wo du hin willst, beruflich oder finanziell, dann wirst du eben wenig ankommen. Das ist wie mit dem Taxi vorhin. Bei wie vielen von euch macht es Klick oder für wen ist das stimmig? Ihr schreibt mal Yes bitte in die Chatfunktion, weil ich erzähle euch ja nichts Neues. Ich erinnere euch wieder nur dran. Und ich weiß, wie das bei mir damals war. Ich muss es fünfmal hören, zehnmal hören, 15-mal hören, vielleicht auch 20-mal hören. Beim 200. Mal hat es dann bei dem einen oder anderen auch schon mal Klick gemacht, manchmal schon ein bisschen eher. Man braucht einfach so lange, wie man braucht. Und man sollte sich da auch niemals mit jemandem vergleichen, weil jeder steht da, wo er steht. Und die Aufgabe von einem Coach, von einem Trainer ist, mit seinem Bus rumzufahren und die Menschen genau da abzuholen. Die sind nicht alle gleich und die haben nicht alle das gleiche Level. Ich muss mir Gedanken machen, wie hole ich meine Teilnehmer zum Beispiel ab? Jetzt kannst du dir überlegen, bist du ein Opfer, was jetzt nicht unbedingt nur negativ ist? Opfer sind wir auch oft unbewusst. Bist du ein Opfer und fremdbestimmt? Oder bist du schon der Gestalter eines selbstbestimmten Lebens? Sehr, sehr gern. Ne, das ist einfach nur die Frage. Ich war lange Zeit das Opfer meiner Geschichte. Ich habe mich klein gefühlt, hässlich gefühlt, habe mich verbogen, alles Mögliche gemacht, nie Nein gesagt, mich, also wie gesagt, aufgeopfert, bis ich fast gestorben bin. Bis ich total da war, ein halbes Jahr, und dann habe ich einen Schalter umgelegt. Aber erst nachdem ich aus diesem Leben gehen wollte, es Gott sei Dank nicht gemacht habe. Und seitdem bin ich der Gestalter. Ich werde es immer mehr. Ich habe irgendwann zu 100% die Verantwortung für mein Leben übernommen. Und das ist eins der ersten Dinge, die ich heute in meine Coaches integriere. Dieser Satz, der muss nämlich in euer System integriert werden. Ansonsten fangt ihr niemals an, aktiv zu werden. Du kannst also von Hühnchen zum Adler werden, indem du erstmal beschließt, deine Verantwortung zu 100% zu übernehmen. Und zwar für alle Lebensbereiche, für deine Beziehung, für deinen Körper, für dein Bankkonto, für deine Arbeit, für alles. Und sowas macht man natürlich nicht unbedingt alleine, sondern man sucht sich jemanden, der einen dabei unterstützt. War oder war? War, habt ihr jetzt alle gesagt, ich habe es gehört. Jetzt schreibt mal bitte in die Chatfunktion ganz schnell 1, 2, 3 negative Dinge auf über dich. Ich bin fett, ich bin hässlich, ich bin zu dumm, ich bin faul. Was auch immer jetzt gerade aus euch rauskommt, bitte jeder mindestens eins. Drei wären besser. Ich bin unkonzentriert, okay. Ich bin ohne Antrieb. Nicht zu dick. Zu dick, nicht qualifiziert genug, zu alt, spannend, zu kontrolliert, ich bin zu schüchtern, die anderen sind schneller. Sensationell, ne, was da so aus uns rauskommt, das ist schon spannend. Sehr gut, vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Jetzt lasst ihr das mal wirken, ich muss mal meine Nase killern. Und wenn ihr diesen Gedanken denkt, wie fühlt sich da euer Körper an? Das könnt ihr wieder vergleichen mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Und wer hat denn das gesagt? Habt ihr tatsächlich die Erfahrung gemacht oder hat man das über euch gesagt? Kommt das von innen oder von außen?
Mein Körper macht mich kleiner, ja. Familie, genau. So, und nun sage ich euch aber, ihr Lieben, keine eurer Zellen von damals lebt heute mehr. Das ist maximal eine Mini-Erinnerung, die ihr von damals noch mit ins Hier und Heute tragt. Und den Fehler, den die meisten Menschen machen, den habe ich auch lange gemacht. Wir nehmen die Vergangenheit mit ins Hier und Jetzt und projizieren die dann in die Zukunft. Weil wir haben einfach damals Erfahrung gemacht, da geht es aber auch in meinem Zwei-Tages-Workshop mehr darum. Wir haben damals Erfahrung gemacht, die uns jetzt natürlich sagen, oh, sei wachsam. Und dann vermeiden wir viele Dinge, weil wir das natürlich nicht mehr erleben wollen. Der Körper will Freude erleben und Schmerz vermeiden. Versteht ihr? Ich lade euch jetzt mal ein, das, was ihr gerade aufgeschrieben habt, jetzt mal genau das Gegenteil in die Chatfunktion zu schreiben. Ne, wenn du unkonzentriert bist, Barbara, bist du jetzt konzentriert? Wenn du ohne Antrieb bist, bist du plötzlich voller Energie, liebe Cornelia. Der Peter, der ist genau richtig und im besten Alter. Genau, ich bin auch konzentriert, ihr seid süß. Das macht nämlich total Spaß. Zu kontrolliert. Ich kann locker lassen, kannst du schreiben, Anita. Natascha könnte schreiben, ich zeige mich. Barbara könnte schreiben, ich bin schnell genug. Na, habt ihr alle was? Schön qualifiziert und jung. Sehr gut. Jetzt fragt euch mal, ob das nicht genauso wahr ist. Wenn ihr aufhört, euch mit anderen zu vergleichen, wer in eurem Leben soll denn, nur ihr könnt das machen. Ihr seid in euren Schuhen gegangen. Aus eurer Tasse kommt das raus, was drin ist. Und ich lade euch ein, die alten Dinge rauszuschmeißen, indem ihr also euch bewusst macht, wie jetzt eben. Ne? Wenn da steht, ich bin hässlich, dann schreibt es auf die andere Seite, ich bin schön. Und je öfter wir uns das sagen und diese Spielchen machen, umso mehr glaubt unser Unbewusstes dran. Die Hauptaufgabe unseres Unbewussten ist es, uns zu beschützen vor Gefahr. Und für unser Unbewusstes bedeutet alles Gefahr, was es nicht kennt. Macht mal A. Das ist ein wichtiger Punkt. Genau, Barbara, ich gehe in mein Tempo, ich kann alles, ich bin richtig so, wie ich bin. Ja, sensationell. Ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich vergessen, was ich eben gesagt habe. Helft mir aber bitte schnell auf die Sprünge. So ist das, wenn man dann wieder liest in der Chatfunktion. Warum solltet ihr jetzt A schreiben? Ich habe es vergessen. Jetzt müsst ihr mal schreiben. Jetzt müsst ihr mir mal bitte helfen, ansonsten habe ich hier meinen Faden verloren. Ich habe zwar meine Präsentation hier. Spannend, wie das manchmal funktioniert. Na, wenn niemand schreibt, dann mache ich jetzt einfach weiter hier. Wenn dir nicht gefällt, was du in deinem Leben gerade siehst, dann lade ich dich ein, dir andere Fragen zu stellen. Stell dir also bitte die Frage, was hält mich davon ab, mich schön zu finden? Was hält mich davon ab, mein Tempo genau als richtig anzusehen? Meistens ist es doch nur die Bewertung von außen. Und in dem Moment, wo ich aufhöre, den anderen gefallen zu wollen, bin ich absolut frei, wahr oder wahr? Ich dürfte ruhig wahr in die Chatfunktion schreiben, ich verliere jetzt nicht wieder meinen Faden. Genau. So, ja, schon okay, jetzt müssen wir mal weitermachen hier. Wir sind also alle nicht das Opfer unserer Geschichte, sondern unsere Geschichte ist unsere Stärke. Also ich kann mich hier nur hinsetzen und euch das erzählen, weil ich all das erlebt und überlebt habe. Das ist ein cooles Gefühl heute. Meine dunkelste Stunde ist sozusagen das Sprungbrett gewesen in meine absolute Freiheit. Und diese ganzen Emotionen, die ich damals erleben durfte, die haben mich ja am Ende dazu gebracht, heute das Gegenteil zu fühlen, ne? Das ist dasselbe, was ihr gerade machen durftet. In dem Moment, wo ich depressiv bin, ist das Gegenteil was? Schreibt es mal in die Chatfunktion. In dem Moment, wo ich traurig bin, ist das Gegenteil was? In dem Moment, wo ich ängstlich bin, was ist das Gegenteil von ängstlich? Genau, lebensfreudig, glücklich, mutig. Ne?
Es ist ja immer beides da. Ich sage mal, das ist wie Tag und Nacht, hell und dunkel, Sonne, Mond, Mann und Frau, männlich, weiblich, dick und dünn. Es gehört beides zusammen. Und nur dein Fokus entscheidet, worauf du dich in dem Moment konzentrierst. Und wenn du dich gerade auf die, entschuldigt bitte, wieder Scheiße fokussierst, dann ist das Gold dennoch da. Da braucht ihr nur ein Tool, was sagt, stopp, ich drehe mich einfach um. Deswegen solltet ihr euch erstmal das Stoppschild auf den Tisch legen, okay? Und euch natürlich nach und nach immer mehr daran erinnern. Zum Beispiel jeden zweiten Abend ein Webinar hören irgendwo. Es gibt ja viele Webinare, die Persönlichkeitstraining anbieten, dass man da einfach im Flow bleibt. Also als ich anfing damit, ich habe mir jeden Abend ein Webinar reingezogen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich an den Fernseher zu setzen. Manche Webinare habe ich zwei, dreimal angeguckt und zwar so lange, bis ich gemerkt habe, jawohl, das stimmt, das kann ich auch und das funktioniert, bis meine Energie oben war. Sei du also selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt und erwarte nicht, dass deine Nachbarn, deine Partner mitziehen. Du musst es vormachen und wenn die merken, dass du besser drauf bist, dann ziehen die meistens mit. Wenn deine Mutter, dein Vater dir nicht sagen konnten, dass sie dich lieben, dann sag du es ihnen. Übernimm einfach Verantwortung. Das ist eine ganz magische Übung. Geh einfach hin, ruf sie an und sag, ich muss dich sehen. Schau denen in die Augen, leg denen die Hände auf die Schulter. Ich habe das damals mit meiner Mutter gemacht. Ich sage, halt jetzt mal deinen süßen Mund. Ich will dir jetzt was sagen. Ach, du dummes Ei, sagt die da zu mir, also liebevoll, ne? Ich sage, jetzt ist mal ruhig, ist mal ruhig. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und da passiert wirklich so eine Magie, so ein Knistern. Meistens wollen die Eltern was sagen, den müsst ihr den verbieten, den Mund. Den kommen auf die Tränen, weil die das gar nicht kennengelernt haben. Und dann löst sich erstmal was in denen. Barbara, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Steffi, bitte nochmal das Letzte. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt? Das hier? Oder das hier? Das hier? Wir alle sind nicht das Opfer unserer Geschichte, sondern unsere Geschichte ist unsere Stärke. Wie gesagt, ich lasse das Webinar auch, das zeichne ich auch immer auf. Und das ist auch im Internet. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr fünf oder sechs Workshops, ich meine Webinare, Aufzeichnungen. Ne? Jedenfalls in dem Moment, wo ich das meiner Mutter gesagt habe, seitdem kann sie mir das auch sagen. Das war zwar am Anfang ein bisschen holprig, aber heute ist das gang und gäbe, dass ich sage, ich liebe dich. Ich dich auch. Früher hat meine Mutter mir eine Kiste mit Liebe geschenkt, weil die überhaupt nicht wusste, wie sie mir sagen sollte, dass sie mich liebt. Da habe ich eine kleine Schachtel gekriegt. Das war eins meiner schönsten Geschenke. Meine Mutter hat gerade letztes Jahr gesagt, na, da hast du dich bestimmt damals nicht gefreut. Und da habe ich gesagt, doch, meine Mami. Ich sage nämlich Mami. Das war mein schönstes Geschenk damals. Aber die war eben so in ihrer Kleinheit, weil sie auch eine scheußliche Kindheit und Jugend hatte. Von daher konnte die sich gar nicht, die konnte es gar nicht glauben, dass ich mich darüber gefreut habe. Okay? Also öffnet immer wieder euer Herz. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, wenn ihr irgendwas ansprecht, dann bleibt bitte immer bei euch. Sagt, in meiner Wahrnehmung ist es so und so oder ich habe mich so gefühlt. In dem Moment, wo du nämlich zu deinem Partner sagst, du bist schuld, dann fühlt er sich angepisst wie der kleine Junge, der denkt, die Eltern stehen vor sich, vor ihm und der macht total dicht, genauso mit den Frauen. Wenn du aber sagst, du Schatz, ich fühle mich jetzt gerade sowieso, weil du das gesagt hast, dann kann man darüber reden. Und wenn ihr das Verständnis habt, dass das aus unserer Kindertasse kommt, dann könnt ihr das ein oder andere Mal vielleicht auch für euren Partner Verständnis aufbringen, dass der gar nicht anders kann in dem Moment. Wir reagieren alle in Mustern. Jemand sagt was und zack, reagieren wir. Also ich habe da hunderte Beispiele, das wird jetzt hier echt zu weit führen. Das machen wir gerne im Workshop. Oder mal im Einzelgespräch, wenn wir uns irgendwo sehen, da kann man so viel zu sagen.
Das, was dir jedenfalls bewusst ist aus deinem unbewussten Teil, also das, was du langsam aus der Tasse rausholst, das kann gehen und zwar ein für alle Mal. Und alles, was nicht bewusst ist, das bleibt bestehen. Deswegen ist es sinnvoll, sich auch begleiten zu lassen oder Seminare, Workshops, Webinare zu machen. Ihr macht das ja schon. Wenn du zu jeder Zeit deiner Großartigkeit bewusst wärst, also wenn du das zu jeder Zeit wüsstest, dass du großartig bist, so wie du bist, wenn du zu jeder Zeit deine Gedanken kontrollieren könntest, würdest du dich dann vielleicht so fühlen? Schreibt mal in die Chatfunktion, ob das cool wäre. Absolut, ne? Genau, und ihr seid gar weit weg davon. Ich frage euch, könntest du heute 100 Liegestütze aus dem Stand machen oder Marathon laufen? Das letzte Mal hat man natürlich einen Marathonläufer dabei, der hat prompt hingeschrieben, ja. Sehr gut, du bist wohl sportlich, Peter, habe ich doch fast geahnt. Das ist immer so. Kannst du die Liegestütze oder kannst du den Marathon laufen? Schreib's mal hin, Peter. Siehst du es schon? Eine deiner Stärken. Sensationell. Ach, das war ein Versehen. Okay. Also die Frage war, ob du das heute könntest, ja oder nein? Die meisten schreiben nein. Im Moment nicht sehr sportlich. Daran kann man arbeiten. Sehr gut. Also, genauso verhält es sich mit deinem Selbstwertgefühl, genauso verhält es sich mit deinen Gedanken und Gefühlen. Genauso verhält sich's mit deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstbewusstsein. Sehr gut, Peter, gute Idee. Also an alle. Das ist einfach lernen, tun, lernen, tun, lernen, tun. Wenn ihr wüsstet, wie ich vor 35 Jahren in meiner Praxis gestanden habe, als es noch nicht meine Praxis war, ich bin hochrot geworden. Ich konnte in der Gruppe überhaupt nicht frei sprechen. Es war für mich ein Graus und das glaubt mir heute niemand mehr. Heute macht es mir null aus, vor 1000 Menschen zu sprechen. Da habe ich überhaupt kein Problem mehr, aber das ist tatsächlich nur eine Übung. Ja, ich, das glaubst du nicht. Es gibt noch ganz wenige Patienten, die das wissen. Bin absolut rot geworden, aber ich hatte null Selbstwertgefühl. Ich fühlte mich absolut hässlich klein. Ich hatte das Gefühl, ich habe niemandem was zu sagen. Dann habe ich mich geschämt wegen meiner Eltern, wegen meiner Geschichte. Das kann auch niemand. Doch, das kann. Und manche können das noch klagen. Also das ist tatsächlich Training. Training, lernen, tun und dann ankommen. Wenn du konsequent dran bleibst, dann erwartet dich tatsächlich dieses außergewöhnliche Leben. Meine Nichte hat immer gesagt, Mama, ich will mit einem Schirmchendrink am Pool sitzen, wenn ich als Au-pair-Mädchen in den USA bin. Und wo saß sie? Natürlich, nicht gleich mit dem Schirmchendrink am Pool, aber bald. Die war nämlich in der Familie, da hat sie sich beschwert, dann hat sie eine neue Familie gekriegt und dann war sie da. Die hatte absolut diesen Fokus, die wusste ganz genau, was sie wollte. Und wir haben früher immer gesagt, die ist uns damals schon hingesetzt worden, damit wir lernen können. Also, du bist großartig, so wie du bist, und du hast es verdient, glücklich und erfolgreich zu sein, und du bist viel größer, als du denkst. Das Bild hier unten, da hatte ich noch ein paar Kilo mehr, und es war mir scheißegal, Leute. Ich war so glücklich, da habe ich eine mega Entscheidung getroffen. Und da kann ich euch nur sagen, Momente unserer Entscheidung formen tatsächlich unser Schicksal. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern das stimmt. Da habe ich mich nämlich zu einem riesengroßen Trainingsprogramm angemeldet und wusste noch nicht, woher das Geld kommt und kurze Zeit später war es da. Und das ist das, was ich immer meinen Coaches sage. Du musst dich erst für eine Sache entscheiden und dann kommt das Wie. Ich muss mich erst entscheiden für die Partnerin, dann kommt das Wie leben wir zusammen oder für den Partner. Ich muss mich erst für das Haus entscheiden, dann kommt das Wie. Wie mache ich's? Ich muss mich erst für die Arbeit entscheiden, dann kommt das Wie. Das ist in allem so. Oh, so eine Tochter habe ich auch. Okay. Durch dein Verständnis der Ereignisse von damals bist du heute in der Lage, deine Kindheit aufzuräumen, dich mit deinen Eltern zu versöhnen. Die zeigt mir auch, wo es hingeht. Ja, und Kinder sind uns geschickt als Engel. Also, wenn jemand nicht weiß, wohin, dann frage bitte dein Kind. Ne, wir neigen dazu zu sagen, das kannst du nicht, das bist du nicht, das darfst du nicht. Die Kinder, die heute geboren werden, die haben nicht mehr so einen Rucksack mit wie wir, die haben lange nicht so viel Scheiße in ihrem System, ich sage extra wieder Scheiße, sondern die kommen viel freier. Ich habe letztens meiner Tochter was erklärt, da habe ich Jahre dran gearbeitet
Da guckt die mich an und sagt, vollkommen klar. Na? Also das sind wirklich unsere Kinder, die sind uns als Engel geschickt. Und wenn du dein Kind betrachtest, dann heilt auch dein inneres Kind. Meine Tochter ist vor kurzem 18 geworden und ich muss sagen, jetzt ist meine kleine Steffi auch 18 in mir. Die Kleine ist zwar immer noch drin, aber diese ganzen Geschichten, die sind alle geheilt, weil ich sie mir angeguckt habe. Versteht ihr das, was ich meine? So, durch dein Verständnis der Ereignisse von damals bist du heute in der Lage, deinen Fokus auf eine glückliche Zukunft auszurichten. Und diese Chance, die du damals in der Katastrophe nicht gesehen hast, die kannst du heute sehen und das bietet dir Potenzial zum Wachsen. Niemand muss es alleine machen. Du kannst dich vertrauensvoll führen lassen, denn das kann ja nur ein Anfang gewesen sein, wahr oder wahr? Nicole, dann hörst du es dir einfach nochmal an. Ich bin nächste Woche wieder da. Okay? Ich mache das wieder und wieder und wieder und wieder. Sehr gut, ihr sagt's, und es ist wirklich ein Anfang einer Reise immer mehr hin zu dir selbst, weil du die wichtigste Person in deinem Leben bist und sein sollst. Verstehe einfach, warum du so tickst, wie du tickst. Mach dir bewusst, was genau du in deinem Leben verbessern willst. Ne, wenn du genau weißt, wo du hin willst, dann kannst du auch nur dort ankommen. Erhalte ein Werkzeug in die Hand, mit dem du jede Veränderung herbeiführen kannst. Ich habe einen Zwei-Tages-Workshop kreiert. Dazu lade ich euch total herzlich gerne ein. Entdecke das Potenzial deiner Kindheit und heile sie im Nachhinein. Wir lösen dort jede Menge unsichtbare Handbremsen und es wird natürlich ein riesengroßes Verständnis dafür entwickelt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Dieser Workshop, der ist für dich, wenn dir Lebenslust und Lebensfreude fehlen. Wenn du vielleicht heute sagst, ich habe nicht so das Vertrauen mehr ins Leben. Wenn du dich oft energielos fühlst, hatten wir heute auch schon hier am Abend. Wenn du ja sagst, obwohl du nein meinst, wenn du dich also nicht traust, deine eigene Wahrheit zu denken, das lernst du bei mir. Wenn du dich immer noch verbiegst, um anderen zu gefallen, das recht zu machen oder geliebt zu werden, der ist ebenso für dich, wenn du zu Hause Gewalt und Ablehnung erlebt hast, wenn du manchmal lieber gehen wolltest als bleiben, wenn du dich öfter im Leben fragst, wieso passiert mir das schon wieder? Warum habe ich zum dritten Mal diesen Typen, diese Frau angezogen? Ja, diese Fragen stellen wir uns öfter. Und wenn du dir die Frage stellst, ob das wirklich schon alles in deinem Leben gewesen sein soll, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dabei zu sein bei meinem Workshop Entdecke das Potenzial deiner Kindheit und heile sie im Nachhinein. Der Wert des Ganzen ist tatsächlich unbezahlbar. Wir haben den jetzt im März das erste Mal gemacht, meine Tochter und ich und mein Team. Und es war so magisch. Wie viele von euch wollen wissen, was sie in sich investieren müssen? Die schreiben mal Yes in die Chatfunktion. Genau. Na, dann sollt ihr das jetzt erfahren. Wartet, das kommt noch gar nicht. Macht mal, das wird spannend jetzt. Da habe ich wahrscheinlich meine Folien vertauscht, aber das ist egal. Ich verspreche dir, zuerst mal in diesem Workshop kriegst du ein Schritt-für-Schritt-System an die Hand, mit dem du in der Lage sein wirst, sofort in deiner Kindheit deine Stärke zu entdecken. Und du bist absolut nicht mehr das Opfer hinterher, sondern du bist tatsächlich der Gestalter einer geilen Realität. Und da meine ich wieder das Geil mit AE. Du wirst zu jeder Zeit wissen, wie du auftretende negative Gefühle ganz schnell in Sekunden umwandeln kannst. Das war das, was ich früher gesagt habe. Von 3 Wochen Depression verkürzen auf 3 Sekunden. Und das mache ich heute. Du hast danach ein völlig neues Selbstbild. Sehr gut, Nicole, herzlich willkommen. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem Workshop hier. Du wirst danach ein ganz neues Selbstbild haben und dein Fokus bringt dir die Energie und die Power zurück. Energievampire werden von da an nicht mehr in deinem Leben sein, weil du genau weißt, wie du die loslassen kannst. Deine Kraft kehrt zurück. Und du kriegst vor allen Dingen eine Ahnung davon, was in dir steckt. Die meisten von uns, die haben ein Wahnsinnspotenzial. Und erzählen sich unbewusst natürlich Geschichten, warum sie das, das, das oder das noch nicht können. Einfach weil sie anderen gefallen wollen und das ist absolut toxisch. Ihr lernt auf meinem Workshop auch ein wunderbares Tool, womit ihr überhaupt nicht mehr nötig habt, anderen zu gefallen. Also stellt euch mal vor, ich stehe da in meinem Workshop vorne und versuche nur einen einzigen zu gefallen.
Kann das gut gehen? Also ich sage euch nein, das geht gar nicht, weil dann bin ich nicht mehr authentisch, dann bin ich nicht ich, dann verhaspel ich mich und komme vollkommen raus aus meiner Mitte. Und das ist alles, was ich nicht möchte. Ich lade dich ein, dir jetzt einen der begehrten Plätze unter www.heile-deine-kindheit.jetzt/workshop zu sichern. Es kommt natürlich irgendwo auch noch der Preis. Ich frage mich echt gerade, ich muss gerade schmunzeln, wo der in meiner Präsentation hingekommen ist, weil ich immer mal noch einen kleinen Fehler sehe und dann verändere ich das mal wieder. Dann nehme ich mal wieder was raus. Jetzt ist zum Beispiel gerade meine Maus weg. Schreibt euch das mal bitte ab. www. Heile, nehme ich jetzt mal die hier. www.heile. Bindestrich deine, Bindestrich Kindheit, Punkt jetzt, slash Workshop. Habe ich natürlich noch auf Fehler reingearbeitet. Jetzt. So, schaut mal, www.heile deine Kindheit, Punkt jetzt, slash Workshop. Unter diesem Link kannst du dich jetzt gleich anmelden. Ich habe ein Webinar-Sonderpreis. Wenn ich dann noch meine Maus wieder gefunden habe, wartet, Technik, die begeistert. Sei einfach dabei, wenn ich magische Momente kreiere. Und zwar bestimme nicht ich den Workshop, sondern die Teilnehmer. Das ist absolut magisch. Wenn die sich da alle einbringen mit ihren verschiedenen Energien und Stärken, das war sensationell beim letzten Mal. Du wirst die Stärken und den Gewinn früher vermeintlicher Katastrophen lernen und bist wieder der Gestalter eines Lebens voller magischer Momente, voller Kraft, voller Energie. Und warum sage ich das? Weil ich 51 Jahre alt den Weg selbst gegangen bin. Von einer total unglücklichen Kindheit heraus. Zwischendurch wollte ich mir, wie gesagt, mal das Leben nehmen. Habe ich es echt hingekriegt, mir ein Leben voller Selbstliebe und voller magischer Momente zu kreieren. Ich lebe heute richtig gerne. Ich bin voller Energie, voller Leidenschaft. Ich weiß nicht, was es Geileres gibt, als zu leben, versteht ihr? Und wir sind alle hier, um dieses geile Leben zu leben. Entdecke das Potenzial deiner Kindheit. Du kannst teilnehmen am 23. und 24.06. oder am 15. und 16.09. Samstag und Sonntag im Penta Hotel in Leipzig. Das ist sehr bahnhofsnah. Es fahren preiswerte Flixbusse oder wie die da heißen hin, Züge. Mit dem Auto ist es gut zu erreichen. Es ist also eine Reise wert. Jetzt kommt sogar schon der Preis. Macht mal, hui, da ist er schon. Unbezahlbar ist dieser Wert und ich habe die Investition auf 399 Euro beziffert. Für wie viele von euch ist das fair? Die schreiben bitte mal fair in die Chatfunktion. Oder sagen es an ihrem Rechner. Keiner schreibt, dass das fair ist. Ich habe natürlich noch ein Webinarangebot. Wollt ihr das haben, dann müsst ihr mal her damit schreiben, bitte. Wenn niemand schreibt, habe ich immer das Gefühl, ich bin ganz weg hier. Her damit steht auf der Homepage, okay? 399 steht auf der Homepage. Aha. Du bist ja ein Cleverling, Peter. Peter, du bist schnell. Jedenfalls, Momente der Entscheidung formen euer Schicksal. Ich sag's euch jetzt erst, irgendwann wird niemals. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich manchmal was nicht gemacht habe, dann bin ich extra eine Schleife gegangen und beim nächsten Mal war es mit Sicherheit teurer. Dieser Preis, Peter, von 99 Euro, der ist jetzt im Moment da. Tatsächlich, weil mich noch nicht so viele kennen. Peter, du bist schnell, genau. Ja, du hast ja auch was gelernt, hoffe ich, ne? Du sorgst jetzt für dich sehr gut. Nur ich weiß nicht, wie lange ich den Preis von 99 Euro dort noch stehen lasse, weil das ist echt fast ein bisschen wenig. Also, ihr habt es jetzt schon gehört, der Peter hat mir hier zugearbeitet. Vielen Dank, lieber Peter. Das Webinarangebot ist 99 Euro. Ich mache diesen Workshop, vielen Dank, genau, diesen Workshop dreimal im Jahr, im März, im Juni und im September. Ihr könnt euch anmelden. Im Moment stehen nur der Juni oder September drin. Das geht über Digistore. Kannst du per Rechnung, per PayPal oder was weiß ich bezahlen. 99 Euro ist okay, ne? Wie viele von euch sind denn schon jetzt dabei? Die schreiben mal ich in die Chatfunktion.
Es gibt einige, die schon dabei sind. Einige sind ja am Handy auch, die können jetzt nicht schreiben. Die, die jetzt dabei sein wollen, die machen es bitte jetzt. Schreibt jetzt in die Chatfunktion. Gebt jetzt den Link ein, weil sonst macht ihr es wirklich niemals. Wir sind schon ziemlich viele und es wird magisch, das verspreche ich euch. Es gibt bei mir eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn du also dort ankommst und merkst, das ist überhaupt nicht dein Ding, dann kannst du sagen, Steffi, nicht mit mir, gib mir mein Geld zurück und dann kriegst du das. Es hat noch niemand zurückverlangt, okay? Im Gegenteil, beim letzten Mal hat sogar eine nur einen halben Preis bezahlt, weil die hatte einen anderen Workshop bei mir gebucht. Und dann habe ich sie umgelenkt und dann hat sie am Ende gefragt, ob sie bitte den vollen Preis bezahlen darf. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, Peter, du darfst schauen. Du darfst dich auch jetzt anmelden oder du darfst dich auch nachher anmelden. Der Link, der ist auch bis morgen noch drinne. Nur wenn du jetzt sagst, ich will dabei sein und es nicht machst, ich rede da wirklich aus Erfahrung, dann machst du es niemals. Ich mache seit, ich weiß nicht, seit Vorjahr November Webinare und ich weiß genau, wovon ich rede. Und wir Menschen neigen dazu, unsere Seele sagt ja und anschließend kommt unser Kopf und erzählt uns, warum das alles nicht geht. Und das nennt man die selbst sabotierenden Muster und das ist so schade. Wenn man das Gefühl hat, dahin gehen zu wollen, verstehst du, und dann sich von seinen Mustern zurückhalten lässt, er erzählt dir, der Kopf ist zu weit, musst du noch ein Hotel bezahlen, musst die Zeit aufwenden und bla bla bla. So, und für alle, die sich angemeldet haben und die jetzt noch dabei sind, habe ich euch versprochen, gibt es ein Geschenk und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr so lange dabei seid. Wir sind auch heute relativ flott durch. Genau. Jawohl, Peter, auf jeden Fall. Also wenn du kannst immer verschieben bei mir. Ich bin total flexibel, weil ich möchte, dass Menschen in ihre Größe kommen, dass sie wachsen. Und im Juni, sage ich dir, sind auch schon einige Männer dabei. Beim letzten Mal waren wir nur Frauen, das war interessant. Da gab es nur einen Mann und der hat am Tag des Workshops abgesagt. Und diesmal sind aber schon viele Männer dabei. Interessanterweise, mein Avatar ist ja auf Frauen ausgelegt, wobei natürlich Männer genauso eine schreckliche Kindheit haben können. Nur man muss, um am Markt sich irgendwo zu etablieren, erst einmal spitz reingehen. Und deswegen sind bei mir Frauen angeschrieben und Männer herzlich willkommen, okay? Sehr gut. Also für alle, die jetzt noch dabei sind, da weiß ich, dass ihr am Ende etwas bewegen wollt und dass ihr es euch wert seid. Ich lade euch ein. Sind Frauen ein Nachteil? Nein. Nein, alles okay. Wir Frauen brauchen mehr Männer, die sich um sowas kümmern. Genau, es schreibt ihr schon ganz richtig. Ich schreibe euch jetzt mal noch einen Link hier rein. Das ist mein Geschenkelink. www.heile-deine-heilt-kind-heilt.de. Jetzt. Slash. Tja. Nie. Darunter, ihr Lieben, dürft ihr euch zu einem kostenlosen Transformationscoaching anmelden. Okay? Wartet aber bitte noch, weil ich muss nachher erst schnell meinen Online-Kalender noch ein paar Termine eintragen. Dann sind die restlichen Termine frei. Da dürft ihr euch zu einem kostenlosen Gratis-Coaching anmelden, das ich euch als Zeichen meiner Dankbarkeit und Verehrung zukommen lasse, weil ich es einfach geil finde, wenn Menschen in ihr Wachstum kommen. Wenn die sich hier abends nicht vor den Fernseher setzen, sondern an den Rechner und mir zuhören und wenn die zum Impulsgeber für alle Menschen werden, versteht ihr? Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird, sagt sich schon Winston Churchill. Und ich lade dich nochmals ein, www.heile-deine-kindheit.jetzt/workshop und www.heile-deine-kindheit.jetzt/termin zu benutzen, die beiden Links. Sehr, sehr gern. Ich mache das hier von ganzem Herzen und nur weil ihr da seid, kann ich das wirklich tun. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ihr seht hier nochmal die kleine Steffi. Unter anderem habe ich auch in meinem Buch einiges darüber geschrieben. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist 2013 rausgekommen. Da habe ich einfach anhand meiner Geschichte beschrieben, wie man auch mit Gefühlen umgehen kann. Und für wen jetzt der Workshop oder das Seminar vielleicht nichts ist, der darf sich gerne das Buch zulegen. Es gibt auch inzwischen eine CD von mir. Schreibe deine Kindheit neu, heißt die. So habe ich einige Tools kreiert, um Menschen einfach auf den Weg zu bringen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ich mache das hier wirklich
Mit voller Liebe und ich lade euch ein, nächste Woche wieder dabei zu sein. Sehr gut. Ich lade euch ein. Sehr schön, freue ich mich. Nächste Woche wieder dabei zu sein. Da heißt das Webinar Angst, geh weg, ich komme. Das ist natürlich, bitte, bitte, vielen Dank und schönen Abend. Das ist natürlich in einigen Zügen ebenso wie dieses hier. Doch da geht es mehr um die Angst. Okay? Dann meldet ihr euch einfach wieder an unter dem Link www.teile-deine-kindheit.jetzt/Anmeldung-Webinar und dann hinten dran noch Angst-ich-gehe-weg-ich-komme. Angst, geh weg, ich komme. Alles mit Bindestrich. Okay? Sehr gut, sensationell, ich freue mich. Ihr seid spitze. Also, ich wünsche uns und euch einen zauberhaften Abend, danke für eure Energie und bis bald. Na, jetzt stoppe ich hier erstmal die Aufzeichnung, das ist nämlich aufgezeichnet. Kein Ergebnis, sagt mein Rechner. Ich muss erstmal mit der Technik umgehen lernen. Also, bis bald, ihr Süßen, falls ich immer noch da bin. Ich lerne gerade meinen Rechner kennen.